Hallo, moin moin, grüßt euch, herzlich willkommen mal wieder zu einem Pokecast und einer Reaktion zum Pokeref. Skyridge geht heute auf Japanisch. Könnt ihr es auch nur ansatzweise in Worte fassen? Das war das allererste Pokeref-Unboxing, was ich gesehen habe, war Englisch Skyridge. Da hatte ich noch kein Pack, weil ich das erste geguckt habe und du kannst ja immer danach erst die Packs kaufen. Jedenfalls war da zum Beispiel Henry G drin, der CSGO-Caster, der hat da was Dickes gelackt. Und das ist mittlerweile ein Jahr her, glaube ich. Also ich glaube schon ein Jahr sind wir jeden Dienstag ab Mitternacht beim Pokeref dabei und gucken zu. Das ist das erste Mal, dass wir es wieder sehen. Dieses Mal im Japanischen. Eine unheimlich seltene Box. Und Skywitch ist meine Lieblingsbox aller Zeiten. Japanisch bedeutet, dass vielleicht nicht alle Karten in dem Set drin sind, die jetzt hier auf der Seite zu sehen sind. Aber ich weiß zumindest, dass die ganzen Crystal-Karten drin sind. Die jetzt leider nicht auf der Seite laden. Doch, hier sind sie. Das ist meine Lieblingskarte aus der Wizards of the Coast Zeit. Die habe ich im Englischen. Das ist der Hit heute, auf den du aus bist. Das Skywitch Glurak. Gibt es auch als Reverse, zumindest im Englischen. Wie das jetzt im Japanischen ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben hier jedenfalls Crystal-Karten. Das sind die 6 Stück hier. Celebi, auch unheimlich cool. Ich finde auch, das ist die coolste Celebi-Karte, die es gibt. Dann haben wir ein Ho-Oh. Das auch cool ist. Ich finde nicht so cool wie die anderen, aber auch ganz spezielle Karten. Die sind von den Artworks her und so ganz anders als das, was man sonst so kennt. Da gibt es noch ein Crobat und ein Golem und ein Kabutops, auch alle Crystal. Da sind sehr coole Karten drin. Als Kind mochte ich die nicht so, weil du ja diesen anderen Rand hast. Die konntest du ja damals im Advanced durchswipen, die Karte, um dann im Pokémon-Spiel, ich weiß gar nicht, wie das lief, weil ich nie einen Advance hatte, das Pokémon zu bekommen, nehme ich an. Oder irgendwas konnte man damit jedenfalls machen und die Karte dadurch swipen. Und es ist ein unheimlich besonderes Set. Und Pokeref macht das jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren. Und er hat gesagt, er hat Lifetime nur 2 dieser Boxen überhaupt mal gesehen. Und jetzt hat er eine bekommen und macht die auf. Dalu und ich haben jeweils ein Pack. Heute sind es 40 Packs, die aufgehen. Du hast eine 50%ige Chance auf eine Holo, heißt jedes zweite Pack eine Holo. Ich habe beim letzten Mal gekotzt, beim Base-Set. Ich habe richtig abgekotzt. Ich habe einen Elektroball bekommen, glaube ich. Ich glaube, ja, es war wirklich ein Elektroball. Dalu hat Mewtwo bekommen, hat gelackt. Und ich hoffe heute einfach nur auf eine Holo-Karte. Wenn ich heute eine Holo-Karte bekomme, mir ganz egal welche, dann bin ich super zufrieden, weil Skyridge ist so besonders, die werde ich auch niemals abgeben. Deswegen hoffe ich besonders heute auf was Schönes auf dem Set hier. Hallo. Bist du hyped? Ich bin heute wirklich sehr hyped. Oh. Wir haben noch kein Skywitch gesehen bei dem. Ich weiß nicht, wie ich bei Pokeref reagieren würde, wenn ich einmal so richtig reinlacken würde. So 10 von 10. So Legendary Collection Luck, meinst du? Was habe ich denn da gelackt? Alles, what the fuck? Du hast das Dark Raichu bekommen, du hast das Turtok bekommen. Ja, aber da wäre Glurak Holo wäre gelackt. Also das den Jackpot, meine ich. Ja, also wir haben wirklich noch aus keinem Set den Jackpot Pull gehabt. Chef Strobel letzte Woche. Ja. Das muss mal bei Pokeref passieren. Ich werde eine komplette Tasse exen. Also ich habe hier so eine 1-Liter-Tasse von einem Infinity von Bonchwa. Ich habe mich gerade mit Wasser ein bisschen überkippt aus Versehen. Das ist es. Das muss das Glück bringen. Jetzt das hatten wir noch nicht. Okay, pass auf. Ich habe hier eine 1-Liter-Tasse. Wenn ich das Glurak bekomme, dann kippe ich mir die über den Kopf. Komplett. Ich trinke so lange extra aus der Soda-Swim-Flasche und wenn ich das Glurak bekomme, dann kippe ich mir das ganze Ding hier über den Kopf gleich. Aber nicht als Reverse, als Holo. Muss schon die Holo sein. Bei Skywitch kannst du ja auch Reverse bekommen, glaube ich, auch im Japanischen. Korrekt. Scheiße, mir ist was runtergefallen. Ja, dann musst du aber auch was machen jetzt. Ich kipp mir hier kein Wasser über den Kopf. Ja, dann ja irgendwas anderes halt. Ich spiele eine Runde mit der Counter-Strike, das ist schon Strafe genug. Ja, okay, das ist ein Deal. Es gibt neue Maps. Auf Ancient, oder? Ne, wegen der habe ich heute einen Matchmaking-Bann bekommen. Die haben die nämlich in Active Duty Map Pool gemacht, ohne die Bugs vorher zu fixen. Es kann nämlich sein, die Chance ist bei ungefähr 80%. Du kommst auf die Map und alle Texturen flimmern. Dann gehst du aus dem Game raus, um es neu zu starten, gehst wieder rein und kannst nicht mehr connecten. Deswegen habe ich heute einen Bann bekommen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht heute, Counter-Strike. Aber die können wir gerne mal spielen dann. Wenn ich das Glurak ziehe, meinst du, dann spiele ich Counter-Strike mit dir und Röde. Also ja, aber nicht nur ein Match, ne? Also wenn, dann muss man komplett eine 3- bis 4-stündige Session, wie wir das immer machen, einplanen.
Ich überlege gerade, ob die Wasserflasche nicht doch noch. Das kann ja auch Spaß haben. So, also jeder siebte CS-Stream macht auch Spaß. Ich habe dich mal zum Squad-Stream eingeladen. Ja. Jo, also, ist schon mal wieder ein klassischer. Ah, da, ich wollte mich schon wieder beschweren, aber. It is time. Jetzt wird's wild, Leute. Mich stört nach wie vor so dermaßen massiv, dass die Aspect Ratio in dem Ding links so off ist bei dem Handy da. Der hat doch einen Desktop-Screenshot gemacht und das da reingecroppt, oder nicht? Bei seinem iPod Nano da oder was das sein soll. Moment, was meinst du? Das ist links das Bild in dem Handy. Das ist so dermaßen verzerrt irgendwie. Der hat doch einen Desktop-Screenshot gemacht und das da reingepflegt. Ja, das ist. Oh. Direkt spulen? Ja, einmal zwei. Okay. 3 bis 4 Stück hat er jemals gesehen. Ich hab dieses Display noch nie gesehen. In Japanisch. Ich auch nicht. Ich auch nie bei eBay oder so. Und ich war ja auch oft bei eBay drin. Ich habe die noch nie auf dem Markt gesehen. Die würde ich nicht aufmachen, wenn ich die hätte. Da lag ich auch wirklich rein. Die Box hat er ja trotzdem noch. Also er hat sie ja noch, weißt du? Also selbst wenn er sie jetzt öffnet, die Box gehört ihm ja trotzdem. Es ist sogar noch in einem Krüge, das hatten wir noch nicht. Nee. Jetzt holt er noch eine raus. Oh, guck mal, die ist sogar gut. Ja. Ey, bitte keine Fake-Karten heute, dann weine ich. Nicht wieder New Genesis 2.0. Das ist wirklich ein Banger-Opening. Die Box ist auch schön. Die ist so richtig oldschool 90s. Ein magnetisches Case. Ja, finde ich so teils, teils. Also ist natürlich einfacher, um dran zu kommen und reinzupacken vor allem. Boah, die ist aber für eine japanische Box ist die clean. Ja. Die wirst du auch nicht wieder sehen. Wie viele aus dem Chat sind drin? Ist überhaupt jemand drin? Wer aus dem Chat drin ist, sag gerne mal Bescheid, weil das ist eine Box, die wirst du auch in der Cave nicht nochmal sehen. Direkt mit Order Number. Ich kopiere es dann direkt für uns ins Teamspeak rein, wenn da wirklich jemand drin ist. Ich hoffe, dass ich heute so eine Holo bekomme. Nach dem Base-Set 40 Packs sind da drin. Ja. 20 Holos. 50% Chance. Ich will eine Holo. Einfach nur eine Holo. Ja, aber eigentlich bin ich dran. Du hast Mewtwo bekommen letztes Mal. Ich habe einen Elektroball bekommen. Also wenn ich bei Skywitch ist mein Lieblingsset. Wenn ich jetzt nicht sage, guck mal, du hast bei Legendary geluckt, bei deinem Lieblingsset. Jetzt will ich aber auch. Du hältst mir immer noch vor, was 1997 passiert ist. Ja, aber jetzt. Legendary Collection. Ja, aber jetzt muss ich dann doch auch mal, oder nicht? Oh, was? Achso, das ist so ein sprödes Plastik da. Das weiß sie ja selbst. Es gibt nur First Edition im Japan. Das Plastik ist so billig, aber im Vergleich zu den richtig spröde. Immer wenn ich Sachen, also diese Sealed-Sachen, auch bei den Dragon Ball-Dingern, bei den japanischen Displays, ich denke immer, das ist resealed, weil die dieses dicke Plastik da haben. Ja. Das, was er da gerade weggemacht hat. Das ist so. Das wirkt so billig auch. Ja. Prototyp habe ich rausgeschrieben und Trimix ist scheinbar auch dann. You know what to do. Bitte, echte Karten, bitte. Leer. Sind da Fortnite-Karten drin oder so ein Müll? Ja! Kein Boxtopper? Haben die keinen Boxtopper im Japanischen? Gibt es den japanischen Boxtopper? Ich glaube nicht, nein. Ich never even knew this was on here because I've never seen one opened up before. Eieiei. Ich habe übrigens den Boxtopper von Glurak. Boah, habe ich auch mal überlegt, ob ich mir den holen soll. Gegradet oder lose? Nee, lose. Den könntest du mal graden lassen, oder ist der schlimm? Nicht gut. Also, nicht, also ist jetzt nicht schlecht, aber so dieses klassische Oberflächenkratzer. Ja. Lag mal da auf dem Tisch und mal da, weißt du? Den konntest du ja auch schlecht sleeven damals. Wenn du den hattest. Da habe ich auch mal überlegt, ob ich mir den kaufen soll. Trimax startet noch Clash of Clans, den juckt gar nichts. Ja, der muss ja erstmal die Kohle für das Pack erstmal ranschaffen. Der wird schon gleich am Start sein, wenn sein Pack kommt. So, bei mir schreibt einer, es gibt bei Mysterious Mountain immer noch kein Ho-Oh, hier ist
zum Skyridge, Mysterious Mountain. Oh. This is like beyond. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Einer schreibt die ganze Zeit bei mir, dass es im Mysterious Mountain kein Ho-Oh gibt. Die Crystal, ja. Ja, aber ich habe das Ho geschickt. Also ich weiß auch nicht, welche Karten es dort mehr gibt oder weniger, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, das Glurak gibt es auf jeden Fall, das Celebi habe ich auch schon mal gesehen, glaube ich. 19. Das Schöne ist auch einfach, es ist mal wieder ein Set, wo wir die Karten auch nicht kennen. Also bei Jungle, Fossil, Gym Challenge, die kennen wir alle auswendig. Das sind heute mal wieder ein paar Überraschungen, die Karten, die man da sieht, weil ich die nicht auswendig kenne. Drück euch die Daumen. Vielen Dank, Mr. Morgame. Also heute. Heute kann ich wirklich mal alles Glück gebrauchen. Das ist mein Lieblingsset. Also aus dem anderen Unterset. Also wenn ich jemals Glück haben wollte, mein Pokeref, dann aus dem Set. Gehört zu Skyridge, aber in Japanischen ist das gesplittet. Ah, here goes another Pokégame! Ja, Ho-Oh, im anderen Teil Split Earth genannt. Genau, okay. Ja, links steht aber, also auf Bulbasaur steht links Skyridge. Da steht's drinne. Also wir haben Charizard, Crobat und Celebi, richtig? Das ist der erste bin. 50% Chance. Lol, da ist er. Prototyp, direkt der erste, holy shit, wir müssen trinken. Wer? Prototyp, ja, der erste, der einzige, den ich rausgeschrieben habe. Wir hätten da so schnell geshoppt. Umut, viel Glück, Prototyp. Alright, let's go. Ey, da warst du aber schnell, hey, holy moly. Wir hatten nicht lange gewartet, als Skyridge kam. Oh, die gehen aber gut aus. Almost 20 years ago. Ich frage mich, warum er das immer macht am Ende. Ja, er kann es ja jetzt rausnehmen. Ja. Genau, warum macht er diesen letzten Move? Because not every pack is gonna have a hollow. Das hätten Dalo und ich diesen Samstag besser gemacht. Aber da auch nochmal, diesen Samstag, das First Edition Basic Unboxing findet nicht statt nochmal, weil bei mir heute auch wieder super viele gefragt hatten. Wir machen am morgen nochmal einen Tweet. Ja. Im Herbst vermutlich. Wirst du deinen Glurak scannen? In deinem E-Reader? Nee. Das ist nicht durchziehen. Wenn das mit dem Case da durchgehe, wenn ich das mit dem Case da irgendwie durchgeballert kriege, dann ja. Kann sie nochmal machen. Im PSA-Case? Da brauchst du doch keine Originalkarte für, oder? Das kannst du doch. Ja, das sind ja nur die Punkte, whatever. Ja, ja. Das kann es ja irgendwann faken. Boah, okay, die ist cool. Die möchte ich gerne haben. As a common, you got the mountains in the background. It's like a hot spring. And the same thing with this card, the Snorlax number 62 in this set. Guys. 88 Karten ist sogar vergleichsweise viel für ein zweigeteiltes Set. Oh, everybody's chilling. I mean, warming up, I should say. You're Sirig next. Another card that they're. Kannst du mal was sagen? Ja, hallo. Okay. Ich habe aber gerade Leute gesagt haben, du wärst so leise heute bei mir. Ja, noch ein bisschen näher ans Mikro, hallo, hallo. Jetzt bist du laut, finde ich. Ja. Oh, das ist mein Elektroball wieder. Mit meinen Tränen von letzter Woche. Die sind vom Centering ganz gut, ne? Ja. Heute müssen wir mal Glück haben. Komm, Chat. Für uns. Und jetzt auch erstmal das Pack. Komm, nur dicke Hodo. Umut, let's go. Komm. Ich gönn. Es ist eine Holo. Ja. Beedrill. Gibt es im Japanischen keine Reverse oder ist sie dahinter? Scheinbar nicht. Frage. Oder kriegst du eine Reverse, wenn du keine Holo bekommst? Ich habe Skyridge Japanisch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich, also im Englischen ist es doch Reverse und Holo, oder nicht? Oder Reverse und Rare. Also ich war mir eigentlich auch sicher, dass es eine Charizard Reverse Holo gibt. Ja, im Englischen auf Im jeden Fall. Im Japanischen auch. Dachte ich. The Skyridge Set, guys, if you've never seen this before,
And the pinnacle, it looks Skyward Champagne habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Was ist Poco Geodude noch im Chat? Die wissen das doch bestimmt. Das ist für mich ein Set, das ging komplett. Also das ist so selten. Guck mal, wie geil die Box oben ist mit den Kurven und dem Arktos-Schweif. Das ist schon geil. Aber GZ-Prototyp, also eine Holo ist gut. Ja. Und das Relaxo, ey, wenn du das mit mir tauscht, Ubo, wenn du irgendwas aus meinem Set da hier haben willst, das Relaxo will ich tauschen. Now this is number 5 in the Japanese era of the E series, so that's why there's a 5 down there on the Reverse nur im englischen Set. Also ich hab doch gerade ein japanisches gesehen, ich hab doch extra gerade auf eBay geguckt. Ich guck mal eben. Oh, das heißt, wir haben nicht mal eine Reverse garantiert. Ich dachte, wir hätten wenigstens eine Reverse heute garantiert. Das hier ist das Holos. Ah, das ist ein englisches gewesen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass er, also ich hatte den Vorschlag genommen, hat er auf Englisch gewechselt. Ja, also Skyridge muss ich noch viel lernen, ey. Danke. Habe ich gar nicht. Das siehst du halt auch nie. I mean, sure, you've seen a couple booster packs opened up, maybe, but never an entire booster box of this. Was ist eine Reverse? Eine Reverse-Karte ist eine Holo-Karte oder eine Rare-Karte, wo der Holo-Effekt nicht in dem Rahmen ist, was ja normal bei den Pokémon-Karten ist, sondern alles andere ist Holo. Deswegen heißt es Reverse, weil das Holo nicht im Rahmen ist, sondern alles andere einen Holo-Effekt hat. Aber das werden wir heute scheinbar nicht sehen. Ich will, er soll meinen Booster mal gut protect. Das hätte ich echt gerne auch. Ja. Die gehen aber schön auf heute. Ja, ja, pass auf. Okay. Jetzt könnt ihr das rausziehen. Na, geht auch jetzt noch. Und jetzt warum hätte man der? Halt aufhören sollen. Sandy, Jordan, Michael, Jacob. Good to see everybody. Julian in the house. Thank you guys so much for being here. Aber geht. Ja. Kann man claimen. Hatten wir noch einen? Hast du noch einen rausgeschrieben? Nee, sonst habe ich nur Trimax noch gelesen im Chat. Trimax, Fabo, Schiffsvogel sind wahrscheinlich alle wieder drin, oder? Fabo habe ich auch gelesen, glaube ich. Es sind auch nur 5 Karten pro Pack, ist halt auch super wenig. Japanisch. Ist das ein Blutzuck? Wie sieht das? Ach du Scheiße. Oh, cooles Bild. Repass ist auch drin. Hatten wir gerade die Holo von hinten gesehen? Gab es da Whitening? Weil die Karten sehen insane aus. Ja, ne, die waren clean. Die Karten sind wirklich clean. Going up the waterfall there. Reminds me of the Pokemon Snap level. Magnemite. Number 36 in the set. I want to see some more that don't exist in a 10. Liegt der gerade bei dir? Okay. Ja, ja. Okay. Das gehört. And then we got a trainer card. Number 75. Ich habe keine Ahnung, welche Karten da drin sind, deswegen freue ich mich noch so. Es ist so geil, wenn du ein Set hast, wo du nicht alle Karten kennst. Habe ich ja vorhin auch gesagt. Also Skyward Gym Challenge, nicht Skyward, Fossil Jungle, wir kennen alles. Das sind Karten, wo ich. Ja. Die habe ich auch noch nicht gesehen so oft. Oder halt schon vergessen. Oh, guck mal. Aber Non-Holo. Ja, Umut. Also, guck mal. So hast du gelackt. Jofa, Dankeschön für den Resub. Ja, auch danke, Nova. Dankeschön, Mr. Fennec, Löbe, Grace, Huba Buba, Resex, Brightfan. Vielen Dank für die ganzen Subs. Sind die Karten oder Booster in Japanisch eigentlich auch so teuer? Bei Skyridge ja. Mittlerweile, japanische Sachen steigen langsam auch an wieder. Also die hat auch über 30.000 Dollar gekostet, die Box. Und die englische ist bei 50, würde ich schätzen. Lub, dankeschön für den Prime-Sub. Lass uns doch wenigstens ein Holo kriegen, oder? Ja. Ich fühle es heute irgendwie. Da ist er. Oh, erstmal die Geodudes sind da. Hey, wie geht's euch? Und Japanisch steigt gerade heftig. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin auch stark auf Japanisch. War ja schon immer. Ich habe ja fast mehr japanische Sets als englische. Aber ja, freut mich zu sehen. Reapers, let's go. Viel Glück. Vervollständige deine Sammlung mit was Krassem. Mit was Gutem mal. Nein, das meine ich nicht. Noch
Er hat ja von Wizard of the Coast Anfang hat er alles. Jetzt hier nächste Stufe. Jetzt ein Skyridge Banger. Guck mal, da siehst du die Karten von hinten, die sind super clean. Das ist sogar ein geiles Horn, New. Hey, was ist das beste Horn, New, was ich gesehen habe? Deswegen ist Skywitch mein Lieblingsset. Wenn ein fucking Horn, New schon geil aussieht. Über die will ich mich freuen. 92 Cards. I'm sorry, yes, hey, eine schöne Garde. Guck mal, das ist die Nummer 1 auch. Das ist die Nummer 1, ja. Was ist Satan? Also, spiegelt sich das in der Schallplatte? Hey, das verstehe ich nicht. Natsu! Du hast wie ein riesen Wassertropfen. So crazy. Ich oder die ganzen Hot Spring Karten. Da haben wir jetzt so ein Relaxo, Ursaring, Teddy Ursa. Einen dicken Buddy. Okay, there actually are none of these that exist. So this will be the first. Will das Horn Liu haben. Like a Natsu collector out there that wants every Natsu. There's none of these that exist in a 10. So this could be one. This could be one of them. Oh, this is a really cool artwork as well. Ah, die sind halt wirklich nicht so schön. Nee. Vom Reapers? Ich glaube, der lackt was Dickes. What? Auch ein B-Drill. Oh, oh. Fakey Makey oder was? Ich hab ein oh, der alte Vibes kommt dann wieder auf. I guess that's part of the hollow foil. I think it might be a swirl. Passiert wieder was? Part of a swirl, maybe? Immer wo ich denke, es wird geil. Nee, oder? Ich habe letzte Woche schon gesagt, weil ich fühle es heute. It's a hollow. So that's good. Was passiert denn da? Another B-Drill. Alle drei B-Drills haben ihre eigene Karte bekommen. Fakebox, oder? Nee, oder? Okay, aber die sind schon mal weg. Ja. Hast du einen B-Drill in den Hals bekommen, oder was passiert da? Ja. Ach du Scheiße. Hast du das nicht, wenn ich verschluckst? Ja, doch. Die Stimme war so komisch. Da kommt da das echte Alter raus. Ja. Mein Stimme ich hab mich verschluckt. Aus. Die Artworks. Muss ja wieder klingen, als wenn ich 18 bin. Sind aber schöne Artworks heute. Ich muss aber ein bisschen schneller einstellen, wenn ich rede. Ich rede ja viel langsamer eigentlich. Sitzt da Baloui oder? Wer ist die dritte Person? Wer ist der dritte? Ich keine Ahnung, wer der Opa ist. Baloui hat sie uns, der ist verirrt. Wir waren dann um 17 Uhr bei einer Aufnahme mit dabei. Die Artworks im Set sind halt echt die besten, so schön. Danke an dich und Dalu, dass ihr jede Woche versucht reinzugehen. Kann es mir leider bei den Preisen nicht leisten. Vielen Dank, Leute. Ja, verständlich. Also, wir überlegen ja auch schon, ob wir da weiter reingehen. John Cena! Let's go! Wenn schon wieder John wieder drin ist. Da ist sogar sein Foto drauf. Damit ist bewiesen, dass er echt ist. Das hat der eingereicht. Guck mal, das ist sein Passbild. Ja. Und ihr glaubt nicht, dass es John Cena ist. Ja. John Cena. Er nennt ihn ja auch John Cena und nicht John C. Let's see what we can get you. Pack number 4. Get us out of this B-Drill Army here. Hey, der Johnny Boy hat schon ein paar Mal richtig gute Sachen bekommen. Ja, ich guck gleich wieder auf seinem Insta-Account. Der postet das ja wieder. Der macht ja wieder live. Hier Insta-Live war der letzte Mal auch live. Ja, Backstage. Der war ja da bei WrestleMania, war ja auch ein Opening. Die haben sogar während der gekämpft hat unterbrochen kurz, damit er sein Pack sehen kann. Demnächst haben Monitor hingestellt am Rand vom Cage. Wenn jetzt nochmal Biber kommt, bin ich skeptisch. Mal sowas, Sunflora sieht cool aus. Er hat nicht gemischt heute, ne? Doch. Hat er? Ja. Okay. Und hat dreimal hintereinander B-Ball gemischt. Zero exists in a PSA 10 on this card as well. That's a beautiful card. Boah. That's awesome. That Houndour. Number 21. Ich möchte aber lieber Hornliu bis dato. Ich fand das Kappa doch cool. Ulala. Hornliu bis dato die schönste Karte. A Stantler on the prowl. Let's go. Gleich kommt Beedrill. Ooh, it's a cool trainer card. You got the legendary birds up there, like on statues. All these. Ich habe Angst, dass die jetzt wieder grün ist. Guck mal links oben auf der Karte, da ist irgendwas. Ja. Oh, boah, Alter, er hat beide. Oh. Er hat Hundusa und Hundämon. Und ein Swirl am Pimmel. Oh man, look at this thing. Boah, das ist ein geiles Pack. Holy fuck. Und das ist wieder John Cena, der alte Lacker. John Cena wieder. I don't even know, like, what is the background color? It's like silverish, grayish.
Ich finde das geil, wie dieser Nebeleffekt so unten an den Hinterbeinen über die Karte geht. Das sieht geil aus. Oh, ich bin nervös. Irgendwie hatte ich lange nicht mehr beim Poker Rap. Boah, über dir hätte ich mich so gefreut. Ey, was sind, der meint das im Chat nicht ernst, hoffe ich zumindest. Er meint Hundemon und nicht Hundemon. Oder nein, Hundemon ist richtig. Hundemon ist falsch. Wow. I don't know. What hollow do you guys want to see out of here? Das muss zwar jemand auch mal mit Strawpoll ein für alle Mal klären. Also meiner Meinung nach ist es Hundemon. Ja, nee, Hundemon ist ja auch richtig, weil das ist ja Houndoom und es ist halt. Also nee, ich meinte ja Hundemon. Ja, das ist halt komplett falsch. Aber ich bin Team Hundemon. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob ihr Hundemon oder Hundemon richtig findet. Team minus 20, und Team plus 20. Auf geht's. Ja, guck, bei mir schreiben alle Hundemon, bei dir auch. Ja, verstehe ich. Das glaube ich. Ja. Safe Hundemon, absolut Hundesohn, was? Und dann raus. We're doing really good. We're doing better than the odds right now. We've opened 4 packs and we got 3 hollows. I'm already sweating, Poker Cave. Well, mir schreibt jemand, stell dir vor, er macht dein Pack auf und einfach leer. Ja, das wäre natürlich ärgerlich, ja. Das Beste wäre einfach, wenn ihr Witz über John Cena macht, er ist es wirklich. Er hatte ja letztens in einer Story, wo Lennart und ich beide eine Holo gekriegt haben, hat er uns ja gratuliert. Das ist wirklich einer der Fakt. Wie kann man denn das? Er hat doch, wir haben doch gerade gesehen, er hat sogar extra sein Bild eingereicht. Ja, also spätestens jetzt muss das doch klar sein, dass es der echte ist. Oh, das sind wir. Wieder die beiden. They've had some really good luck, especially with those evil. Was soll er denn noch machen? Der meldet sich an als John Cena. Der reicht sein eigenes Bild ein. Er ist der Einzige, der sein Foto auf seinem Sticker hat. Und das ist nicht irgendein Google-Bilder-Foto, das ist ein Ausweisfoto. Dann streamt er das auf Insta live. Wir haben das letzte Mal retweetet, als er uns getaggt hat. Also, was muss er denn noch machen? Muss er daneben sitzen und sein eigenes Pack aufmachen? Und auf seinem Pack steht John C. Und selbst PokerRef dachte ja John Cena. Ja, also. Also, ist ja klar. Oh, was hat er gesagt? This pack is loose on the bottom? Oh, oh. Let's go. All right, noch ein cooles Song, New. Aber auch cool, irgendwie. Non-hollow hits. First common number two. Oh, wait, was there? I was gonna say, there was a different Weedle already. Let me see. Scheiß Affe. Da hat was? Einer wirklich was gegen. Ja, hat einer bei mir in den Chat geschrieben. Scheiß Affe. Da hat einer wirklich was gegen. Und seine erste Nachricht, aber er hat schon mal gesubbt letztes Jahr. Schade. Also, er hat gesubbt und hat jetzt ein Jahr später das erste Mal was geschrieben. Das war Scheiß Affe. Und jetzt hat er dann. Ja, nicht schlecht. Aber es könnte ja sein, dass er wirklich halt kein Fan von Hornliu ist. Aber es ist kein Affe. Eine Raupe. An Pogref, du lägst. Okay, das ist schlecht. Die Lags kommen übrigens von Pokeref, die verifizieren, dass es kein Bot ist. Also es ist immer, das ist auch eine seiner geheimen Verifizierungstechniken, die er im Stream hat. Wir müssen nur darauf achten, dass die Karte nicht kurz aus dem Frame verschwindet und dann plötzlich doch eine andere ist. Oh nein. Ja, das ist richtig, richtig gut, der Stream gerade. Mann, scheiße. Mann, doch nicht bei Sky Ridge. Das Bild gerade. Die Fresse von dem. Oh, da muss ich mir diesmal nicht so viel Arbeit beim Thumbnail machen. Ich mache jetzt einfach ein paar Screenshots. Guck mal jetzt. Ich mache einfach ein paar Bilder. Ja, jetzt. Mit so einer Fotobox am Bahnhof. Wäre geil, wenn er jetzt wenigstens dazwischen mal so einen Hut aufsetzen würde oder so zwischen den Frames. Komm, jetzt mach doch was Lustiges daraus. Und eins ist schlimmer als das andere. John Cena hat gedehnt, weil er nichts bekommen hat. Nee, was ist das denn? Ich kau das sich auf der Unterlippe. I'm gonna wait till you guys say we're good. I don't know what's happening right now.
I'll take a sip. I'll take a refreshment really quickly here. Nein, ey, bitte nicht heute abbrechen. Wir müssen abbrechen, Leute. Very weird lag. Das Ende. So I'm just gonna wait it out. Ladies and gents, if you haven't already, make sure you smash the like button. Let's get to 1000 likes on the video. Ich frage mich, ob der einen Backup-Plan hat. Was ist, wenn der Stream ausgeht einfach? Hat er da noch eine Off-Kamera laufen, dass er, dass man weiß, er hat da nichts gemischt oder so? Nee, glaube ich nicht. Why is this happening? On my end, it doesn't say I'm dropping frames. I think it's YouTube. Nein, aber der Sound ist ja auch sein Rechner. Wenn es YouTube wäre, das ist sein PC. No! Come on! Why you gotta do that? Er wird wahrscheinlich über einen Laptop streamen, kann ich mir vorstellen. Wer streamt über Akku gerade? Mr. Moore schreibt, ich bin gerade mal auf seine Seite gegangen fürs Opening. Akzeptiere nur Creditkarten. Nee, du kannst auch PayPal machen, aber die Chance, dass du mit PayPal reinkommst, ist schwer, weil du fast zu langsam bist. I'm sorry. Why is this going? Why is this happening? Oh, ich glaube nicht, dass ich das. Ich glaube nicht, dass ich das fixen wird, weil sein Rechner wahrscheinlich zu warm gelaufen ist. Ja, ich denke auch. That's super annoying. What a bummer! Come on, dude. It's so weird, cause it's. Is it like, is it flickering for you guys? Oh, come on, why you gotta do this for this opening? Why? Boah, jetzt aber schon ein langes Standbild. Okay, es wird wirklich nicht besser. Mann. Wie wär's mal mit Neustart? Was war mal das Gängige? Zieh mal die Kamera raus, pack die wieder rein, oder? YouTube not receiving enough video to maintain smooth streaming. I said YouTube experience will buffer. No. Mann, warum denn sowas nicht bei Fossil oder Jungle oder so einer Kacke? Doch nicht bei Skyridge. Okay. My upload speed is really is on point right now. Ja, warum kommt er nicht auf die Idee, dass es sein PC ist? Encoding overloaded. Bist du schon mal auf den Gedanken gekommen, dass das hinter seiner Facecam gerade ein Standbild ist und er da machen kann, was er will? Und er hat nur seine Kamera gerade an? Der könnte gerade alles machen. Merkt euch ganz genau, wie die Packs da liegen. Der darf nichts anpacken. Okay, I'm just gonna hit the. I'm gonna restart OBS. The stream will still be up though. Wie soll der Stream denn abfallen, wenn du OBS neu startest? Was ist denn jetzt für wilde Sachen? Das ist so ein Video. Okay, let me know when I'm back. Jetzt, der ist re! Oh Gott. Hä, wie hat er das denn jetzt gemacht? Wie kann er in OBS neu starten und nicht... Ja, weil er vielleicht mal mit Delay spielt, mit Delay streamt. Okay, I think we're good. Are we good? Nee. I think we're good. Mm. Yes, it looks smooth. All right, let's go. Nein. Du hast manchmal den. Come on, let's go. Das wird gleich wieder passieren. Nein. Ja. Er hat aber auch gerade gesagt, woran es liegt. Er hat gesagt, hier Encoding overloaded. Also er hat sogar gesagt, dass es ein PC ist. First pack was a non-hollow magnetine. Second pack, let's get a hollow. Come on. All right. Hoffentlich kommen da wenigstens auch zu unseren Packs. Auch eine schöne Karte. Dankeschön, Mashallah Pumpkin und Skullsaw Trick und Deepokutetsu. 69 Monate bei Deepokutetsu. Vielen, vielen Dank. Passend zu dem zweiten Hornliu. Ja. Delibird. Ooh, the Ghastly. I'm a sucker for Ghastly. Außer aber auch Ghastly und Apollo, auch selber Artwork, auch cool. Alright. Oh, dude, Noctail. Another card. That's, oh man, that's sick. 64. I'm not a huge Noctail fan, but low-key kind of... Ja, jetzt nochmal besteht die Möglichkeit, dass es zwei Holos in einem Pack gibt. Nein. Goes, only one exists in a PSA 10. Oh. 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 Aber Glurak wird doch eh ja, aber eine weiße Karte. Oh, oh, auch an den Hohen ist ja gar nicht drin, mal, ne? Machen wir mal zwei. Ja.
out of that pack. Alright. Buffer. Ja, same. Okay. A hollow out of your pack. So far we pulled four hollows, right? Hat Poker seine laute Partymucke angepasst? Nee, die läuft leider noch immer im Hintergrund. Er will die erste Playlist nicht mehr nehmen vom letzten Jahr. Die gute Laune Playlist. Die war so geil. Da hatte ich auch noch gute Laune beim Poker. Da war noch mehr Puls, also da waren noch viel mehr Hits drin. Wobei das jetzt gerade klingt aber auch nach YouTube Standard Library. Ja, aber nicht nach guter Laune YouTube Standard. Nee, das ist so Standard Fußball Compilation Musik. Aber er hat immer diese kleinen Lags drin. Ja. Oh, so klein ist er jetzt aber gerade nicht bei mir. Jetzt ist er wieder re. Ja. Leicht wegen DMCA. Ey, die Musik, die er am Anfang hatte, das war YouTube gute Laune Playlist. Das war nichts DMCA. Das war safe. Das safeste vom Safen. Wer? Oh, zwei? Zwei drin, Lennart. Let's go. Hast du zwei gekauft, du Wichser? Du kleiner Wichser. Dann hätte ich es auch gemacht. Wenn du mir jetzt meine Holo klaust, ey. Da werde ich hier beschissen um ein Pack, ey. Ich hätte doch auch zwei genommen. Du kriegst es beide. Crystal. Should we kick it up a notch? I feel like we're not spicing this up enough. I'll tell you what, Poke. Bet. Was macht er jetzt? If we pull a Crystal Charizard tonight. Dann? I will get the extreme hot sauce. It's the hottest hot sauce that I have. Haben wir auch schon gemacht. I think it's over 200,000 Scoville units. And I'll take a swig of it. Mann, denk dir doch mal was Eigenes aus, Mann. Ja, eben. Hallo? Und doch nicht während des Unboxings. So wild war die auch nicht. Wenn der da anfängt zu heulen, ist aber wegen eine Sissy. Wir haben die gesnackt mit Chicken Nuggets und Tilly's Toasty. Die haben wir einfach so weggelöffelt, das war nix. Ja. Okay, komm, jetzt drück mir mal die Daumen, Lennart. Ja, das, ich trinke auch nochmal einen dicken. Chat, brauchen wir jetzt hier. Let's go. D-Halucard. Throw it in the chat. Good luck. 200.000 Scoville. Ich habe letztens Carolina Reaper Nüsse mit 3 Millionen gefressen. Komm, gib mir eine Holo. Gib mir eine Holo. Ich glaube, du kriegst zwei. I did a spoonful of it and like. Du hast meine Karten in der Hand. Mach das doch danach. I was done for like a good 45 minutes. Like I couldn't move. Was? Let's do it. That's the bet. Okay, if I pull a Crystal Charizard, we're taking a swig of the hottest sauce. Das ist auch die wir haben, oder hat er eine neue? Neues Pack auf jeden Fall, neue Karten. Also hier haben wir noch nicht. Bin ich cool? Ich bin auch Gott. Keep stopping a little bit here because I just like there's one of these that exists in a PSA 10. Like it's just really cool to see these. Oh, was ist das denn? Was sollte ich? Das im Hintergrund wohl sein? Also was ist das? Was ist die Intention? Interesting coloring on the Machop. There's our Stantler. Ah, bis jetzt war nicht so geil. Ah, gib mir noch. Let's go. Oh! Das ist fett. Oh, let's go. Das ist fett. Die sieht so anders aus. Was ist das unten? Wurde die schon mal geswiped? Guck mal unten, oder ist das normal? Unten bei dem E. Das ist wie so eine Printline, aber das ist, glaube ich, normal, oder? Ich ist mir gerade mal aufgefallen. Okay, das ist gut. Aquas hätte ich auch genommen, du Pisser. Die ist schön. Was ist das komische helle rechts? Sieht falsch aus. Das fliegt so ein Haus runter. Du siehst die Treppe am Rand und rechts ist das Gebäude. Das ist cool. Mach jetzt mal zwei, wo er gerade zwischen den Packs ist, weil wir liegen gerade hinten. So, wo wir gleich auf waren. Das war eigentlich okay. Das Ding ist, ich stream nicht mit Delay, aber du bist trotzdem wohl irgendwie 2-3 Sekunden vor mir. Weil wir zu anderen Servern streamen. Bei mir macht er auf jetzt gerade. Ja, jetzt reißt er dir die Ecke kaputt. Ja, jetzt hat angepackt. Und jetzt raus. Ja, passt. Und. Wir werden einen Trick machen. Kartentrick.
Yes, completed. Ja. Sunflora. Schön. Okay, I'll take you up on that. We got a Magnemite. Mm. And I, oh, by the way, guys, I'm commenting a lot on the population of these because since none of them exists in PSA 10 or like one or two exist in a PSA 10, you, there's literally no pricing that I could go by. Lavados fliegt im gleichen Artwork über das Haus. Yeah, oh, das will ich sehen. It's a first edition. It's number 36 in the set. And like literally, there's one that exists in a PSA 10. Die müssen wir graden lassen eigentlich auch. Ja, die müssen alle weg. Gleich weg. Was ist das? Das ist aber witzig. Das ist ein lustiges Artwork. Ich habe zwei unterschiedliche Pokebälle. Du lagst jetzt so bitterböse rein, sag ich, oder? Oh, aber? Oh, Arcanine. Das ist der Turm übrigens da hinten. Also das, was man auf dem Artwork sieht, ist das da, wo etwas lang geflogen ist. Das ist geil, dass sie alle so connected sind bei den Artworks. Das Hornew mit dem anderen Ding da. Also Arctos soll es sein, ja. Arctos ist nice. Arctos ist es geworden. Also aber ist gut. Centering. Like pinpoint precision. Back. Links unten ein bisschen. Links rechts würde ich aber auch sagen. Aber die Karten sehen gut aus. Ja. Also das Arctos muss auf jeden Fall zum Graden. Okay. Ah, das ist schon eine geile Karte. Ja. Die sieht also ganz anders aus als alles, was sonst so an Arctos unterwegs ist. Okay, also hast du schon eine Holo dir gemobst. Ich will auch eine. Wenn du jetzt rankommst, dann kannst du dankbar sein, weil ich das Pack mit der Nomura vorgenommen habe. Oder ja, aber es kann ja auch andersrum gehen jetzt. Je nachdem, wie viele dazwischen können. Vielleicht hast du mir wegen dem extra Pack ja auch gleich die weggenommen. Doch, doch. Nein. Zack, wer steht so nicht in den AGB. Das ist aber nicht anders. Ich würde mir gerne noch was zu essen sagen, auch wenn man das nicht sollte. Trink viel. Find Dienstag aber auch immer schlimm. Ich habe heute erst um 20 Uhr warm gegessen. Pokeref-Tag ist immer der schwerste, um die Abnahme aufrechtzuerhalten. Und dann denkst du dir auch noch, du streamst ein bisschen früher. Ich guck, wer dran ist und dann hole ich mir was. Außer es kommt natürlich entweder Trimax oder Jason S. Alright, Jason, let's go. I've already lost count of how many holos we hit so far. I'm gonna say maybe like 4, oder? 4 Holos. Zweimal Beedrill. Waren noch beide Holo, ne? Zweimal Beedrill. Das Arctos. Und da war doch noch eine Holo, oder? Welche habe ich vergessen? Ich meine 4 Holos waren das. Zweimal Beedrill und das Arctos, aber da war noch eine. Ah ja, Hundemon, genau. Hundemon, meine ich, sorry. This is never happening again or extremely unlikely to happen again. Jason. Sagt er, haut ein Tier 3 Sub raus. Holy shit, Anxerox. Vielen, vielen Dank, sagt er. Und dir auch, Dankeschön, Brescia und Dankeschön, Bruxa. Kauft er sich einfach 2 Packs, ohne was Bescheid zu sagen, ey. Bei meinem Lieblingspack kauft er einfach ein Pack extra, ne? Und da habe ich auch 2! Ne, habe ich leider nicht. Ich habe nur 1. Aber ich hätte ein zweites genommen, wenn er was gesagt hätte. I feel like we get to the rare so quickly. Jason! Oh, Machamp! It's a non-holo, though. So all the non-holo rares do come in. Okay, also bis jetzt war gut, dass Salun zweites genommen hat. Der hat eine Holo weggemacht. Jason, aber eine Non-Holo weggemacht und Jason ist auch eine Non-Holo. Sorry, we could pull you a holo out of there. Like, the good thing Eieiei. Around half of the packs should have holos, which is it's better than 1 in 3 pull rates. On the old school Wizard of the Coast Booster Boxes, but dafür, dass die Chance 50-50 war auf eine Holo, kamen bislang aber ganz schön viele Non-Holos, oder? Wie viele haben wir jetzt? Gefühlt 4 Holos und 6 oder 7 Non-Holos? Was hat er gezogen? Dankeschön, Frobson und Dennis. Mit Champ. Holo? Non-Holo. Jimmy! Alright,
Joseph, you're up. 99, Joseph, ich glaube, ich komme aber eher später, weil ich noch Joseph überlegt habe, ob wir reingehen. Da hast du bestimmt schon lange gekauft. Ah genau, wir haben noch überlegt, was Mysterious Mountains überhaupt ist. Und dann hat er gesagt, das ist Skyridge Japanisch. Und dann haben wir erst gesagt, oh shit, okay, da müssen wir reingehen. Aber ich glaube, ich war relativ spät. Hashtag a number. Again, I have no idea what the possibility can be on this booster box, because ich glaube, wir sehen Glurak. Generell eine Crystal wäre schon geil, die zu sehen. Veritrex, danke schon für den, fürs Geschenk, aber. It's like 90 degrees outside, Pokerev. Yeah. Joseph, good luck. Und gerade hatte jemand bei mir im Chat geschrieben, er macht hier dieses extra Abreißen, damit man nicht resealen kann, angeblich. Aber hat er das mal gesagt? Ich glaube auch nicht. Er macht es nur, damit er die Karten seitlich rausnehmen kann, ohne sie zu ziehen. Ja. Somebody said 12. I like that. I don't think it's happening. I don't think 12 is happening, but I do like that. Dankeschön, Chris Fletcher. Und was ging hier ab gerade? Shatterick hat auch ein Geschenk aber raus. Vielen Dank an ihr Reboss. Der Turm, über den ihr gerade gesprochen habt, der ist auch auf dem Booster Artwork. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Only one of these that exists in a PSA 10. No other grade, just 110. We got a nod too. Again, none of these exist in a PSA 10 either. It's just crazy. Like, how can this? That's how rare this is. That these cars have been. Ich verstehe noch immer nicht, was ich da sehe. Was ist das? Ein Spiegel oder eine Glaskugel, wo das drin reflektiert? Was soll das denn sein? Und dahinter ist die andere Hälfte davon. Aber was ist das? And again, like, you guys know the quality on these old school Japanese. Weiß irgendeiner, was das darstellen soll? Ich verstehe die Karte nicht ganz. Hey Shane, dankeschön für den Primes und dankeschön, good night. Das sieht aber also ist nicht schön, boah, das ist geil. Aber sieht böse aus. Was ist das denn? Dude, look at that sun curtain in the background there. That's sick. Yo, I love that artwork. Alright, Joseph. Oha. Oh my god, I'll take it. A hollow hit. Man, that's gorgeous. Look at the sparkle on that. Das guckt auch in so eine Glaskugel rein. Nee, da liegen drei Pokebälle, so sieht das aus. Ja, aber warum reflektieren die so? Das könnte. Dude, that's. Again, like four magneton? That's sick. Nee, ich glaube, das sind Glaskugeln und das, was du oben als Pokéball siehst, ist der Himmel, der sich spiegelt und das kleine in der Mitte ist das Magneton. Aber geile Idee. Kanntet ihr die Artworks vorher schon? Ich habe die ewig lang nicht mehr gesehen, deswegen fühlt sich das gerade so an, als würde ich alles zum ersten Mal sehen. Bestimmt 5 Jahre her, dass ich das letzte Mal nach Skyridge mir die Karten alle einzeln angeguckt habe. Deswegen macht mir das gerade auch so Spaß, weil das sind, jede neue Karte ist eine Überraschung. Das ist, also bei Jungle Fossil Gym Challenger ist keine Karte mehr eine Überraschung, wenn die kommt. Und bis jetzt war fast jedes Artwork wirklich richtig cool. We have Joshua Z up next. Joshua's going in. 99-14, 2 packs. Wie viele Leute da mit 2 reingegangen sind. Let's find out. Alright, good luck, Joshua. Chat, und die hättest ihr damals für 70 Euro aus in Japan kaufen können, einfach so. Ist ein Pack das 10-fache wert? Zack Lee, Status 1.313.719.762.652.000. Es ist gleich 20. Joshua. Ah, das war die Erklärung für den Tier 3 Sub gerade. Der erste, der mich edit, bekommt ein Tier 3 Sub geschenkt. Und Xerox war das erste. Das war die Hintergrundgeschichte. Okay. Dankeschön, sag gleich. Yo, this is crazy. Alright, let's go. Nidorina to start it off. Ooh, Houndour. This is the second one that we pulled today. The Delibird just chilling with the rainbow. Alright, there's our double colorless. And literally, we're already at the rare. Alright. Oh.
Wieder! Wieder Hunduster und Hundemon, aber nicht Holo. Ja, aber trotzdem ist das doch geil. Hey. Danke, Benusa, für die 5 Mate. Und danke, Poketrainer. Für den Prime Sub. Wann erwartest du deine PSA-Returns? Die sind schon da, Cookie Monster. Die Poke-Geodudes haben die schon. Die werden wir sehr, sehr zeitnah in den nächsten Tagen bekommen, die Karten. Und dann werden wir uns die auch zusammen im Stream angucken. Yes. Hast du einen Value Charge gehabt? Ja. Schreib mal im Voice, wie viel? Nicht viel. Bei mir auch überhaupt nicht viel. Muss man überlegen, bei meinen Base-Set-Karten war es ein vierstelliger Betrag. Ja, aber ist ja eher schlecht für uns. Ja. Cube sah awesome. Dankeschön für den Prime Sub. Hast du schon mal lange Haare, Crosby? Also bis über die Ohren hatte ich mal welche. Ich habe ganz lockige Haare, wenn die lang sind, aber nicht. Also es war für mich lang halt. Dass die hier über die Ohren bis hier hingewachsen sind ungefähr. Weil ich keinen Bock hatte, zum Friseur zu gehen, weil Trackmania wichtiger war. Da habe ich dreimal einen Friseurtermin geskippt, weil ich lieber Trackmania daddeln wollte. Wie viel ist deine wertvollste Karte wert? Keine Ahnung. Bin nie nachgeguckt. Also weiß ich wirklich nicht. Weiß nicht mal, welches ist. Joshua. Non-Holo. Oh, Zatu. We got a non-Holo rare. Ja, aus zwei Packs war das aber nicht so geil. Ja. Es waren aber deutlich mehr Non-Holos als Holos bis jetzt. Doch. Ich würde nicht deutlich sagen. Wir haben 4 oder 5 Holos erst und gefühlt schon wirklich 10 Non-Holos. Wir hatten die 2 Beedrills. Kosh Okuna schreibt, damit habe ich sehr viel Minus. Moment. Warst du das, Kosh Okuna? Bist du das wirklich? Joshua? Ich schreibe das mal sein Pack. Du hast 2 Packs gekauft? Oder hattet ihr euch eigentlich meine... tut mir leid für dich. Soll wirklich Kosh Okuna gewesen sein. Das ist aber unlucky. Lass die Karten trotzdem graden. Japanisches Skyridge sieht man nicht oft. John L. hat auch 2 genommen. Mann! Ist der Value Charge sowas wie eine Gebühr, weil man eine 10 hat? Nee, wenn du Karten zurückbekommst, die gegradet einen gewissen Threshold überschreitet, eine gewisse, wie heißt denn auf Deutsch, eine gewisse Preisgrenze, dann schicken die dir die versichert zurück. So habe ich das jedenfalls verstanden und dann kommt da noch was dazu. Das ist quasi die Versandversicherung für die Karte, die du dann noch extra bezahlst. Dankeschön, Dark Tamat und Flugzeug Simulator Pro. Finde ich deinen Arctos cooler. Ich finde das Arctos ziemlich cool, ja. Dude, that's sick. Okay, because we got both the Magnetons. It's interesting that they put 2 Magnetons in here. I don't think they put. Did they put any other double up of. I don't think they did double up on any other type of Pokemon as Hollow in here. But we got a Magneton Hollow. Das impliziert ja, dass sie sonst nicht versichert sind. Auch weil, nee, also eine Standardversicherung hast du natürlich immer dabei. Aber auch da gibt es was, ja auch bei DHL-Grenzen. Ich glaube, ein normales Paket ist auch nur bis 500 Euro versichert. Und wenn du dann was verschicken willst, was 2000 wert ist, dann zahlst du ja auch extra für die Versicherung obendrauf. Also je teurer deine Karte, umso teurer die Versicherung natürlich. Ich sag dir schon mal direkt, wenn in der nächsten Woche wieder ein Pack kommt, was in die Preisrange geht, dann bin ich wahrscheinlich nicht dabei. Aber vielleicht macht er nächste Woche noch mal was Günstigeres. Hat aber noch gar nichts dazu gesagt, oder? Zu nächster Woche? Nein, ich. Boah, das ist aber boah, die ist cool. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist echt cool.
That is the first person to go 2 for 2 tonight. Die habe ich noch nie gesehen, die Karte. Now we're good. Man, that was so weird in the beginning. We pulled 3 Beedrill. Like, what are the odds of that? It's 2 Hollow Beedrill. Mr. Moore schreibt, er mag die simplen Sachen wie Surfing und Flying Pikachu. Ja, es ist bei Pikachu kannst du alles machen. Pikachu kann immer simpel sein. Pikachu geht immer. Hörbuch, was ich übrigens empfehlen kann, ist die Känguru-Chroniken und Nachfolger. Kennt die jemand? Im Chat. Nur Stoink Funky, der hat so fett gelackt mit Cryptocurrency, ey. Der haut auch einfach wieder 100 Euro rein. Die Känguru-Chroniken habe ich mal angefangen zu hören. Es war fettes Dankeschön wieder für den kranken Support, Stoink Funky, und die 100 Euro. Der hat bei Bitcoin gelackt, jetzt hat er bei Ethereum richtig Cash gemacht. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich habe Känguru-Chroniken, weil es mir Leute empfohlen haben, mal angefangen zu hören auf der Fahrt von Zürich nach Duisburg. Ich habe mir die ersten 30 Minuten angehört. Ich fand es irgendwie nicht so geil. Vielleicht sind es auch nur die ersten 30 Minuten, aber ich fand, das war so ein alberner Humor. Und so vorhersehbar. Also ich fand das nicht so geil. Vielleicht hätte ich weiterhören müssen, aber die ersten 30 Minuten haben mir nicht gefallen. Dann habe ich stattdessen was anderes gehört. Ich habe mir gerade deine Hashtag KBMuffs durchgeschaut. Ich muss sagen, Hut ab und Respekt. Du hast es tatsächlich geschafft, mich zum Sport zu motivieren. Ja, let's go, Silence. Wo bist du gerade genau? Also er macht gerade nichts. Jetzt nimmt er Maximilian S. Ja. Oh, Trimax. Das ist Trimax. Ja, wollen wir nochmal spulen oder was? Ja, können wir machen. Okay. Ja, aber wir waren halt gleich auf. Von daher habe ich gedacht, das Spulen ist absolut egal. Ist ja egal, ob die anderen weiter sind. Er hat auch sofort wieder gebuffert bei mir. Ja. Silence, vielen Dank. Ja, und let's go. Also ich will es auf jeden Trimax, Fall... let's go. Will es auf jeden Fall 8 Wochen erstmal mit Filmen und mit Vloggen. Und also danach Trimax hoffentlich auch weiter. Also mit dem Glura kommt, wäre nicht mal Primax untypisch. Also bei mir waren auch schon einige Tage dabei, die ich nicht so durchgezogen hätte, wenn ich das nicht alles mit der Kamera begleiten würde. Deswegen, wenn, also mir hilft das, das bei mir durchzuziehen, und wenn dann ein paar auch sagen von euch, yo, ich versuche das auch, dann ist das doch geil für beide Seiten. Dankeschön, Ovi Bela. Oh wow, so. Ja. Die sind alle so clean, einfach die Karten. Another card. So we got 4 cards that we haven't pulled all in a row. Was ist das? Ich erkenne nicht, was das ist. Also sieht aus wie ein Pokéball wieder. Oh, hat er 2 oder 1? Das ist 1, oder? Ja. Gerade 3, Meg. But we got 4 other non-hauls that we haven't seen yet. That Igglybuff is number 65 in this set. Oh Mann, das ist echt ärgerlich. None of these exist in a PSA 10 either. This card. That'd be cool to get. Alright, these are going in. Maximilian, thanks for jumping in. I'm sorry we could pull you hollow. Magneton waren aber wirklich auch schon viele heute. Wir haben 3 Beedrills, 3 oder 4 Magneton. Alright, let's see who we have up next. Wo sind die Crystal-Karten? By the way, at the end of this live stream, I will announce. Oh, er redet über das nächste Opening. Ist nicht Dienstag? Warte, Er macht nächste Woche nicht und öffnet dafür am 9. Also immer jetzt oder? Nee, nur nächste Woche. Warum das dann? Ja, wahrscheinlich Urlaub. Alright. Samstag wäre aber auch so ein so viel besserer Tag, um das so spät zu machen. Da könnten so viel mehr Leute zukommen. 4 Tage später. Würde er sagen, es ist Sonntag. 9. ist Sonntag, okay. Er hat 4 Tage gesagt halt. Ja, ich dachte, du hättest vorhin Saturday verstanden. Silence, danke für die 2 Monate. In 4 Days. Ja, in 4 Days, okay, ja gut. Okay, aber es ist nur bei uns gerade. Also bei ihm ist ja Montag noch. Oder sind im Moment, nee, sind wir doch, bei ihm ist noch Montag. Ja, aber für ihn wäre es auch geiler, das am Samstag zu machen. Da würden doch generell auch mehr Leute zugucken. Ja. Nein, bei ihm ist voll. Stimmt, wir haben jetzt schon Mittwoch. So ist jetzt das richtig. Also von Samstag auf Sonntag ist es ja. Dann. Genau. Zachary. Boah, das wäre so viel geiler auch für ein Pokeref.
wenn der es einfach Samstag machen würde. Oh, Nido Queen, non-holo out of this one. Non-holo rare. Zachary, thanks for jumping in. Warum swappt er die erste Karte immer nach hinten? Ist das die beste? Das ist, du hast immer die Holo-Karte vorne in dem Set und deswegen packt er die nach hinten, dass die Überraschung mit der besten Karte zuletzt kommt. Eine Szene, Kart-Trick genannt. Wilder Trick. Also ja, ihm würden wahrscheinlich mehr Leute zukommen, aber uns ist ja eigentlich egal, ob Samstag oder Sonntag. Also ich würde Samstag sogar schlechter finden. Weil? Weil ich sonntags um 10 Uhr morgens streame. Okay. Also uns würden von Samstag auf Sonntag mehr Leute zugucken als unter der Woche um 2 Uhr nachts. Und ich glaube ihm deswegen zeitgleich auch, weil natürlich auch die ganzen Europäer bei ihm auch besser zugucken können. Stimmt, er hat ja Familie, vielleicht deswegen ungern am Wochenende. Ja gut, ja, macht Sinn. Am Samstag macht er dann halt was mit seiner Family. Wahrscheinlich ist schon verständlicher. Good luck. Alright, come on, let's go. What's up, Tina? What's up, Zeppin? Oh, calling it, dude, calling it. Jeff the Rep, what's going on, man? Atlantis, yo, good to see you. Good to see everybody here. Hey, alright, Slim. Sleeping on the job. Dude, that looks like, if I could go to this place with these mysterious mountains and everything, just, this looks like the coolest place, like, to go on vacation. They got, like, hot springs. Hey, Voltorb, this is the first one that we pulled today. Tisch. Not two. None of these exist in a PSA 10 either. Ooh, we got our second PLS wine. And we're gonna come up on the rare, come on! I feel good about this one. I'm sensing something very good. Alright, Brian. Oh, boah. Nice. Hey, die ist schon wirklich extrem geil, die Karte. Haldum. Second one today, but I will take as many of these as this box wants to give us. Woo, let's go. Dude, I love this card. Die ist richtig cool, die Karte. Über die würde ich mich auch richtig freuen. Hallo. Dankeschön, Wee Basti. Hey. Danke für den Sub. Haldum. That looks ultra realistic up close. Look at that. Sind safe mehr Europäer als Amis beim Pokref. Hallux Streaming Chef, Dalu Fabi, allein die ganzen deutschen Streamer. Das wäre mal witzig, wenn der in seine Statistics da reingucken könnte. Ich glaube wirklich, dass der wahrscheinlich 50% plus bei den Dienstags-Sessions aus Europa hat. Oben rechts ist ein Punkt. As always though, with the old school Japanese. Oh, das zieht sich heute aber doch. Das Gefühl, ja, ein Drittel haben wir weg, oder? Nee, ein Drittel? Ich würde ein Viertel oder ein Fünftel sagen. Nee, guck mal, der hat doch mehr als die Hälfte von der linken Seite weg. Ich bin mir da nicht sicher, Lennart. Die sind nicht so tief, die Dinger. Der pusht gar nicht. Aber es kommen noch sau viele Holos. Wir sind jetzt bei 6 oder 7 vielleicht. Nein, jetzt öffnet er gleich wieder Quatsch. Scheiße. Ja, stimmt, ein Viertel wären 10 Packs. Also der hat an die 20 hat er doch fast aufgemacht. Ich denke, der hat gerade mal 10 geöffnet. Ach, Quatsch. Wir haben ja schon 6 Holos und es waren mehr Non-Holos als Holos. Also... Dankeschön, Kaiusa, für die 4 Monate. Drin hast du den roten Streifen gehabt? nicht, dass ich wüsste. Oh, scheiße. Also, ich habe, also Geld ist weg vom Konto. Lennart ist gar nicht drin. Dankeschön, Vero, es hat die 5 Times ab. Wenn du willst. Nee. Peter. Das krieg ich geschenkt, das zweite. Wir haben den Venomoth. Oh, das ist aber nice. Cool. Renta. Number 61. Only one exists in a PSA 10. Fehlen dir eigentlich noch Karten vom aktuellen deutschen Set? Ja, von aktuellen Sets, klar. Dave, what's up from Denmark? Come on. Habt ihr eigentlich am Samstag was gelackt, du und Dadosch? Erstmal da Adrian hat gelackt. Ja. Also nichts Außergewöhnliches gelackt, aber... No,
Ich habe Fighting Styles auf Japanisch, stehen mir zwei Karten. Ich habe ein Display und eine Top-Trainer-Box geöffnet und habe das Set voll. Geil. Das war eigentlich. Wie viele Karten? Hat das Set? Jeweils 80. Okay. Und Mr. Morgame, wegen Luck, apropos aktuelles Set, habe Shiny V-Max Blu-Rack gezogen. Mr. Mord auch Luck. Das ist stark. Mr. Moore, so kennen wir ihn. Ich will auch mal wieder ein paar aktuelle aufmachen, aber ich komme da noch immer nicht gut dran. Ich habe zu viele, zu wenig Zeit. Ja, dann verkaufen wir welche. Wir müssen auch eh noch unsere Geburtstagsgeschenke traden. Und ich habe ja auch noch Trainerboxen für dich. Ich kann dein Geburtstagsgeschenk easy traden. Wir kriegen ja am Samstag Besuch, ne? Ja, eben habe ich auch schon gedacht. Ja, ich glaube, ich bekomme mal vor dir Besuch. Nee, Duisburg ist näher an Köln. Ich glaube, Köln, Duisburg, Duisburg, zu dir. Das heißt, du bekommst von... Denk dran, dass du auch noch meine Poker-Riff-Card mitnimmst. Du hast eines von ja, mir. Ja, die habe ich schon eingepackt. Fossil war das, glaube ich. Da kriege ich auch noch Geld von dir, aber ich habe die Rechnung noch nicht geschrieben. Nee, glaube ich nicht. Verjährt. Okay, das ist meine. Nee, das nicht. Hab Anspruch drauf. Scheiße. Auch zwei Packs, da sind wirklich viele, Leute reingegangen. Mann, aber ich will, dass du mein Geburtstagsgeschenk für dich bekommst. Das ärgert mich fast mehr. Warte mal, das verstehe ich nicht. Mein Geburtstagsgeschenk für dich. Ja, dann schick es doch per Post. Ja, kann ich. Du könntest das zu Steve schicken, dann ist das da, wenn ich, also ich fahre am Donnerstag, Freitag bin ich da. Ja, wir müssen einfach fragen, wer von uns zuerst Besuch bekommt. Der andere muss ja per Post schicken. Also Köln, Dortmund und dann nach Duisburg ist Quatsch. Also muss er nur einen Rhein hochfahren, dann bis in Duisburg und dann, also ich glaube, erst wird bei mir vorbei. Habt ihr eine Uhrzeit schon? 14. Bei mir ist auch 14. Also ist er, wie geht das denn? Ja, Marvin ist noch bei mir im Chat. Bei wem wärst du zuerst vorbeigefahren, Marvin? Weil Dalu hat noch ein Geburtstagsgeschenk für mich und ich habe ein Geburtstagsgeschenk für Dalu. Und da ich ja erst am Donnerstag da bin, spät, und Dalu am Freitag Geburtstag hat, ja, erst zu mir. Ja, ich hätte es halt fast auch gern an deinem Geburtstag schon da. Deswegen habe ich überlegt. PSA an meinem Geburtstag? Ganz dude, nee, ich meine mein Geschenk für dich. Ach so, echt? Dass du das halt in deinem Geburtstagstream aufmachen könntest, das hätte ich cool gefunden. Aber wie gesagt, ich bin so gespannt, was du zu beidem sagst. Ich habe keine Ahnung, was du fertig gemacht hast. Ich hab zwei Sachen, die ich beide cool fand, deswegen hoffe ich, dass du die auch cool findest. Und meins auch cool. Bestimmt ein getragenes Bandana von dir oder so. So. Ah, jetzt komm, wer hat das gespoilert? Habe ich nur meinen Chef gesagt. Und nicht mal die Stream-Bandanas, sondern die du zum Sport machen nimmst. Das hier, Qualle, habe ich extra 4 Wochen für dich nicht gewaschen, ey. Jedes Mal habe ich das wieder neu angezogen. Bläh. Viel Spaß. Arc Wolf, what's going on? Tyler? Oh. Oh, what is with the noch eins. Wann ist dein Geburtstag? Am 22. März hatte ich Geburtstag. Und Dalu hat am Freitag. Das Gute ist, ich gebe den Geo-Dudes dann noch ein paar VGAs. Ah, zum Graden direkt? Ja. More Tylers are appearing. Randomly appearing. Ein paar Sachen, die ich graden lassen will bei VGA. Aber gibt es auch Karten mit? Weil ich habe gerade auch überlegt, ich könnte noch ein paar Karten direkt mitgeben. Ob die jetzt im Bankschließfach rumliegen oder bei den Geo-Dudes, bis PSA wieder auf hat. Finde ich auch nochmal, ja. The Gligar is the first one as well. Hanser's back. We haven't seen you in quite a while. We'll take it. Hier wird geschrieben, her damit, ja, von den Geodudes. Pokadine, what's going on? Good to see you.
Alright. And just like that, we're already at the rare. Oh, oh geil. Apollo und Gengar im selben Set. Pack. Die als Dreier-Set ist aber auch cool. Ich mag das. Das Artwork ist sehr minimalistisch, aber sehr cool. Jo. Tyler, I'm sorry you didn't get a hollow out of here. I would have loved for this one to have been a hollow for you. Number 43 in this set. I wonder if any of these exist. There's the Lurk Squad. I see you. What's up? Lurk Squad. Yo, auf VGAs bin ich aber auch ziemlich hype, muss ich sagen. You can sit back here in the cave. You don't have to say a word. Ja. But just let me, I know you're there though. All right? We got this. We have a connect. I have a connection. Auch wenn ich bei VGAs, ist immer sehr schwer zu, also schwieriger zu einzuschätzen als bei Pokémon Garden. Okay, three of these exist in a PSA 10. Weil VGR sehe ich immer nur 85 bis 95 oder 85 bis 90 plus. Also was soll denn dann noch schöner sein? Einfach Glück bei der Folie gehabt? Kann man die Folie darum eigentlich nicht easy faken bei den ganzen VGRs? Das ist doch einfach nur Folie, oder nicht? Da ist doch kein Pokémon-Logo drauf wie bei den Pokémon-Boosterboxen. Nintendo zum Beispiel hat dann Nintendo-Stil dran. Ah, okay. VGR sind gegradete Computerspiele. Also ich habe zum Beispiel relativ viele original verpackte Pokémon-Games für den Game Boy, die zum Beispiel würde ich abgeben. Did you get one of those replica Pokeballs? I didn't. I found out about them too late. I think you probably still grab them on eBay, but I did not. They look really cool. I do still Chef Strobel noch drin nach seiner Lackrunde vom letzten Mal. Der ist doch bestimmt noch mal reingegangen, oder? Also wer Charizard gelackt oder er hat aufgehört, so mit einem Glurak beendet. Who else used to see that Pokemon set commercials, but they're gone for some reason? This set? There's a lot of really cool commercials you can check out on YouTube. I actually did a video on one of them. It was actually when Pokemon was first introduced. That was a cool video. All right, we got to keep going. We're halfway officially through this booster box opening. If you guys have been here since the beginning, give me a hashtag. Hälfte haben wir. Start to ja, okay, ist doch normale Geschwindigkeit. This is definitely a longer one, but I'm taking my time because this is just, it's a once in a lifetime thing. Kirk A, 9921. Starting off the right side. Der PSA Return Stream, der wird geil. Ich habe mir so unglaublich viele Videos angeguckt, wie Leute ihre Karten zurückbekommen. Ich habe so lange gewartet. Das ist jetzt, wie lange her? Über 3 Jahre, dass ich die erste Box aufgemacht habe und gesagt habe, die will ich graden lassen. 3 Jahre gedauert, bis ich jetzt die ersten Returns habe. Das wird geil. Gotta be careful in the wild. Another new cool one. Jigglypuff. Mm-hmm. Number 59 in this set. Okay, about 3 in PSA 10 that exists. Stantler, haven't seen you in a while. Wie lange dauern wohl eigentlich noch unsere mittleren, also PSA-Dinger? Ja, wird gesagt, 4 Monate bestimmt noch, oder? 3 oder 4 Monate locker. Dafür habe ich gar kein Gefühl. Also die waren ja jetzt auch schon gefühlt 2 Monate verspätet, die Fast Grading. Die sollten ja eigentlich, wie lange? 30 Tage? Lange. Oh, oh, non-hollow, I thought it was a hollow for a second. Non-hollow, Articuno, still an amazing artwork. Und die Geodudes, wenn ihr das so abschätzt, die mittleren, also nicht die, die wir, sag ich mal, Economy abgeschickt haben, sondern die, die, was sind das, Express? Nee, Fast, Was schätzt die Geodudes? Ich weiß ja nicht, ob nur eine oder beide da sind. Denkst du, wie lange noch? Ein Jährchen noch? Nee, ich glaube, unsere langsamen dauern bestimmt noch ein Jahr. Aber die dazwischen waren, hätte ich gesagt, September vielleicht, oder? Alright, let's go! Kirk, thanks for jumping in. Again, sorry, you couldn't pull a hollow out of that pack. 4 bis 5 Monate. Und die anderen ein Jahr, oder? But we continue onwards. Oh. Halfway through this thing. We got Albert V up next, 99. Bis dahin haben wir längst vergessen, welche Karten wir überhaupt hingeschickt haben. Ich habe schon vergessen, welche Karten ich würde die jetzt auch nicht mehr zusammenkriegen. Ich weiß nicht mal, ob ich mein gefühltes PSA 1 Lugia Inter Express geschickt habe. Albert. Good luck. KBMFS kommt immer Samstag, Silence, ja, genau. Mr. Moore, ich kenne mich leider mit den anderen Grading Services gar nicht aus. Kann ich nicht einschätzen.
Ankündigungsvideo für den Return-Stream mache ich nicht, Johnny the Walker, aber wenn du bei Twitter folgst, Ausrufezeichen Twitter, da wird das angekündigt. Aber wahrscheinlich diesen Samstag halt. Wahrscheinlich machen wir das diesen Samstag schon. Weil in Deutschland sind die schon. Werdet ihr nach Frankreich Karten schicken und das ausprobieren? Oh, da musst du mir wahrscheinlich mehr Infos geben, was du meinst. Non-Hollow Hit McCargo. War das nicht das PSA da jetzt, was aufmachen wollte? In so ein Partner-Company, dass das auch PSA-Grading dann ist quasi? Dass sie nicht immer nach Amerika gehen müssen oder so? Wenn das so ist, dann werden die Geodudes das ja eh wissen. Also dann nur an die... an die Profis wenden. Park mit Fred, Dankeschön für 6 Monate. Es kam lange keine Holos, das ist gut für dich, let's go. Generell waren noch nicht viele Holos. Also da knallen noch einige Holos rein. Wir werden ja 30 Karten sehen, ne? Ich bin schon echt... Auch 2 Packs. Bin schon echt gespannt, Lennart. Ich hoffe, da ist was Gutes bei. Ich hoffe, dass ich 2 oder 3 Neuner bei meinen Evolutions Glurax habe. Eine 10 wird da nicht dabei sein, glaube ich. Ich glaube, ich hatte generell nur 2 Karten von den 30 oder 40, die wir eingeschickt haben, wo ich überhaupt die Chance auf eine 10 gesehen habe. Es gibt 2 Karten, wo ich mir wünsche, dass es eine 10 ist. Die Marios, oder? Nee, die Pikachus mit Verkleidung, ja. Das sind die, auf die ich viel setze, leider. Soll ich sagen? Ihr wisst die Noten schon. Marvin, nee, auf gar keinen Fall sagen. Nein, gar nichts sagen, bitte. Gar nicht. Das soll eine Überraschung sein. Also ich habe ja, du hast ja auch eine Liste gemacht, ne? Mit, ja. Also wir haben beide eine Liste gemacht mit Karten. Wir haben ja jeweils einen Stream gemacht, wo wir uns die Karten angeguckt haben und dann geschätzt haben, welche Noten das sind. Das werden wir dann abgleichen im Stream. Ich habe aber, ja doch, ich habe realistisch getippt. Da waren viele Achter auch dabei. Ich hab schon gepusht. Ja, gute Noten auch. Ja, ich hab so gemacht, dass ich mich eher freue, wenn die Note besser ist. Also ich hab immer das Niedrigere getippt. Dankeschön, Frikadein. Weil die auch strenger geworden sind. Ich hab 10er, PSA 10er, die würden heute nur noch eine 9 bekommen. Wann machst du die Aktion? Also ich würde mir wünschen, diesen Samstag halt, wenn das bei Dalo auch passt. Ja, dann müssen, abhängig davon, wann die Geodudes natürlich bei uns waren, ne? Ja. Dass wir es direkt machen können. Also Baset Unboxing wäre diesen Samstag gewesen, das ist ja verschoben und als Ersatz schön. Guck mal, wie geil die im Holo aussieht. Ja. Die Statuen waren vorhin weiß im Non-Holo. Genau, ja. Holo Gengar, a top hitter. Das ist geil. I think this is also the most expensive hollow card in the set, not including the crystals. And I gotta say, ladies and gentlemen, come on. Ist denn überhaupt die Chance auf eine Crystal Karte? Wir haben noch keine gesehen. What are the odds? Like, come on. Gengar hollow hits. I think I do a pricing on this one as well if you guys are curious. I do. Around $1,000 or more in a PSA 10. Oh, krass. Woo, let's go, baby. Yo, I'm pumped for that one. I need to do a couple laps. Let's go. Mann. Also Freitag und Samstag wird halt krass, ne? Ich freu mich auf beides. Machst du 12 Stunden Stream? Oder ne, 24 machst du nicht, oder? Ich weiß noch nicht mal, was ich alles machen will. Ich hab, also... 12 mindestens. Also ich habe ja jetzt schon fast 6-7 Stunden sind ja schon durchgeplant. Und ich habe ja noch nichts mal was mit anderen Leuten geplant. Aber ich freue mich so auf das Ding, was wir da machen werden. Ich freue mich auch auf das, was wir dann die Ende der Woche bekannt geben dürfen schon. Stimmt. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Also auch das wird geil. Aber mir wird es leider noch nichts mit dem, was wir dann noch festhalten können. Hast du es gesehen? Das erste von dir habe ich gesehen, ja. Das sah cool aus. Hast du WhatsApp gerade auf? Dann kann ich dir das schicken, wie weit das bei mir gerade ist. Ich schicke dir nochmal das zweite rein. Ja.
Es wird aber vermutlich noch nicht fertig. Das ist das beide. Ja, warte. Ich weiß, was everybody's thinking, what could be in this second pack. I'm not gonna say it. Ein zweites, wo ist es? War bei mir auch. Also das, was dahinter ist und so und das außenrum, das ist noch nicht final. Das war jetzt nur, um zu gucken, wie es halt aussehen könnte halt. Bei mir hat er anscheinend keine Connection gerade zu WhatsApp. Muss am Handy nochmal reingehen, das habe ich auch oft. Ja, kommt bestimmt dann gleich an. Ah, da. Meine müssten auch da sein. Oh ja, das zweite ist geil, ja. We've got a seal. Chat, freut euch. Da kommt was am Wochenende. Sowohl bei Leonard als auch bei mir. Delibird. Oh, den finde ich aber auch nice. Die sind noch nicht fertig. Da kommen auch noch ein paar Sachen oben drauf und so. Mhm. Oh, das wird cool. Immer dieses Anfixen. Ja, wir können halt noch nicht das viel sagen. Das können wir. Ja. Wir dürfen ja nicht. Was wir machen, ja. Können wir die machen. Super, super, seven. Nice. Das ist halt alles erst zum Ende der Woche. Back to back with the hollow hits. Not a crystal Charizard, but it is another hollow hit. Dude, that guy looks. Auf YouTube oder nur auf Twitch die Ankündigung. Twitch. He sees in the distance, but he sees a bright future for Zephyr, I think. Unser Boxkampf, ja. Geht um ein englisches Skyridge Display, der Boxkampf. Der Gewinner kriegt alles. He's seen some stuff. Ist krank. Nehme ich easy mit. He sees some stuff. Alright. Zevin. It's a different fire. Yeah, it's a little different fire. But it's still fire. Dude, that's actually. Naja, wie wär's mal, wenn du jetzt hier dran bist? Das fände ich auch ganz schön. Beautiful. Beautiful. It's a crystal charger. You don't see the crystal on the Zard on his back. Oh yeah, yeah. I see the reflection. You might be able to see the reflection of him sitting right over here somewhere. But there is a really nice swirl right there that I just noticed. All right, dude. Nice. Two for two. Two for two. Two hollows as well that we didn't pull yet. Nice. Right side's looking really good now. All right. Still no crystal. Leonard, glaube ich, lacht gleich richtig ein. Ich wäre so enttäuscht, wenn ich jetzt einen Non-Holo wieder habe, ey, nach dem Elektroball in der letzten Woche. Ich habe das Gefühl, du kriegst eine Crystal Card. Ich weiß nicht, ob es das Glurak ist. Ich würde wenigstens gerne eine sehen, noch eine Crystal in dem Unboxing, wenn ich auch nichts selber bekomme. Dankeschön, No Hand Bankoff. Willst du nicht ein paar Pokémon-Sachen verkaufen, wie einige Evo-Boxen, dann hast du wieder etwas Kohle, um das besser zu investieren. Wenn du mir welche abkaufen willst, Pokémon-Mewtwo kannst du machen. Ich habe beim letzten Mal schon, als ich in Deutschland war, 10 Boxen verkauft gehabt. Ja, er holt jetzt Code-Karten oder was? Mann, ich brauche doch keine Code-Karten, ich brauche mein Pack, ich will ins Bett. Oh, Baxters habe ich gesehen. Ja, Leonhard hat einen First Edition Lugia aus New Genesis gezogen. Hast du das auch gesehen? Auch gesehen, ja. Das ist geil. Leonhard hatte doch auch das First Edition Charizard ja nochmal gezogen. Leonhard hat auch gut nochmal. Der steckt auch gut rein. Oh ja, ich frage mich manchmal echt. Also, der macht ja auch keine schlechten Aufrufe, aber das kriegt er nicht rein durch die Views, die der hat. Was der da reinballert, das ist schon krass. Also er wird im Hintergrund auch viel traden und kaufen, verkaufen vermutlich. Ich habe mittlerweile, ungelogen, über 5000 Codekarten hier rumliegen. Ich habe auch so einen riesigen Stapel. Die kriegst du auch schwer weg. Ich habe letztens 400 Stück mit Steve auf Kleinanzeigen verkauft. Da habe ich 10 Euro für bekommen. Elite Waldi, danke dir auch für 5 Monate. Der ist Synchronsprecher. Ja, aber hat er so viele Aufträge, dass er da gefühlt in jedes Video ein paar 1000 Euro reinstecken kann und um 300 Euro zurückbekommt? Obwohl ich echt hyped auf Skyrim bin, ich bin wirklich müde. Also, ich bin echt fertig. Was liegt dann? Der Stream-Dienstag ist einfach immer zu lang.
Okay, wie lange bin ich jetzt live? 10,5 Stunden halt auch schon wieder. Wann hast du heute angefangen? Ich bin seit 10 Uhr morgens am Rechner, stream jetzt seit 6. Der Dienstag ist wirklich ein langer Tag immer. Aber ich habe schon Sport gemacht heute Morgen. Ich auch. Sonst mache ich das immer nach dem Stream noch. Dann bin ich froh, dass ich es gleich nicht machen muss. Zwischen 11 und 12. Ich hätte gerade sogar noch Energie für eine zweite Session, aber das bereue ich dann morgen wahrscheinlich wieder. Hast du eigentlich mal Ghost Town Living reingeschaut? Ja, habe ich, aber das funktioniert bei mir nicht beim Laufen. Ich finde es auch super interessant. Ja, zu slow. Ich brauche. Ja, verstehe ich. Also Musik ist am geilsten, aber ich kann, also ich nach 45 Minuten als Beispiel, eine Stunde Musik ist so, das funktioniert einmal oder zweimal, danach brauche ich halt wieder was Neues, aber irgendwas, also fast-paced Sachen sind echt gut. Ghost Town Living war zu langsam. Ja, das ist schon Slow Pace, das ist auch eher was für ein Bett. War es. Ich fand's cool, ja. Die ersten zwei Sachen geguckt. Mit dem, wo er dachte, er hat einen Geist in meinem Haus, weil es nicht immer an. Also Quicks, wenn du bereit bist für jede Codekarte, ich habe 1 Euro zu bezahlen, kannst du sofort machen. Aber wenn du mal auf eBay Kleinanzeigen guckst oder so, da kriegst du für 100 Codekarten ein paar Euro. Da kriegst du nicht für eine Codekarte einen Euro. Wenn du das machst, sofort. Ich habe. Nachhinein traf bei mir gerade im Chat, ein paar, ich Pokémon Snap 100 Codekarten noch. Und, ich hatte gesagt, dass ich Pokémon Snap ganz gut fand. Es macht halt das, was es machen will. Und das macht es ziemlich gut. Und jetzt schreibt sie, ich habe unterschiedliche Meinungen gehört, das Alte soll besser gewesen sein. Also das Alte war auf jeden Fall in keinster Art und Weise besser. Es ist eine absolute Nostalgie-Sache, beziehungsweise rosarote Brille. Du hast wesentlich weniger Möglichkeiten im Alten. Und es ist auch wesentlich, das Alte ist halt auch wesentlich kürzer. Du kannst in dem Neuen schon wesentlich mehr machen. Aber es ist halt und bleibt halt Pokémon Snap. Kannst du Dalu sagen, dass ich nicht cheate? Hab das mit der Waffendroppen gefixt. Ja. Ach, Segel. Klar. Ja, indem du den Cheat deinstalliert hast, oder was? Das ist heute auch nochmal passiert, übrigens. Ach, ist heute auch nochmal passiert, ne? Zufällig, als er wieder auf dem Gegner war, oder? Also langsam mache ich mir auch Sorgen. Ja, aber er hat es ja jetzt gefixt. Einfach die Exe früher nicht mehr starten und schon ging's. Do you think you'll open any EX series booster boxes in the future? Also these cards are gorgeous. Yeah, EX is definitely really. Hat er sich auch schon mal einen Molly gestellt? Also hat er auch schon mal einen Molly auf den Boden geworfen und sich da reingestellt und ist gestorben? Ja, das hat er noch nicht gesehen. Das hat er bis jetzt umgangen. Ist er mal bei Vertigo, an der Seite runtergesprungen? Ich habe auch noch kein Vertigo mit Kevin gespielt. Ja, mach's mal nächstes Mal vielleicht mal. Fabo erstmal für Fabo. Siegelson. Jetzt hier rein, aber ja, cheatet halt trotzdem. Kannst du nur versuchen zu vertuschen. Da droppt dann Sub, damit er sich da nicht mehr Gesprächszimmer ist. Okay, ihr habt nichts gesehen. Ne? Nicht mal Tier 3 Sub, Kevin, Mann. Ich so, da lässt sich ihn mit dem 5er abspeisen, was? So, Fabo jetzt. Fabo hat auch schon gut gelackt. Ja. Oh, das Relaxo. Das ist wirklich das zweite. Prototyp, wenn du noch da bist. Also ich würde die wirklich gerne haben, wenn ich die nicht gleich selber bekomme. Du bist dann wieder auf Global gekommen, oder? Was bin ich? Du bist dann wieder auf Global gekommen, oder? Nee, ich habe heute einen Dreaming bekommen, weil ich ja den Bann bekommen habe. Ohne, dass ich was dafür konnte. Klar. Also heute war toll. So, Fabo, jetzt bitte. Wieder? Lennart, ich sag dir, ich hätte lieber Magneton als Bibor. Nee, ich hätte, glaube ich, lieber das Bibors. Ich finde das Artwork cooler als das.
Was hältst du vom Pre-Grading bei den Geodudes? Naja, du hast halt ein paar Leute, die da gut Ahnung von haben, die dir gegebenenfalls ein bisschen Geld sparen können, ne? Also, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja, gerade wenn du kompletter Laie bist, also ja? Dir schreiben ja wahrscheinlich auch super viele Leute, die ihren alten Ordner gefunden haben und denken, die haben da jetzt 100.000 Euro in ihrem Ordner. Aber sobald die Karte nicht mehr PSA 7, 8, 9, 10 ist, sind die ein paar Euro wert, auch die alten Karten. Ja, also alleine PSA 10 zu 9 ist ja schon absurd, ja. Bei allen eigentlich. So, der Unterschied ist ja krass. Also nur weil man in seinem alten Ordner ein paar Lurax oder Totox habt, heißt das nicht, dass man direkt ein paar tausend Euro da im Ordner hat. Die müssen halt auch im richtigen Zustand sein. Das sind die in den allermeisten Fällen nie. Also das wären die ja nicht mal hundertprozentig, wenn ihr die gerade gezogen habt und direkt in euren Ordner gepackt habt. Nicht mal dann. Also, wie gesagt, ich mach das immer gerne bei dem Sven, Lugia-Fest. Mal grüß dich. Zieh jetzt was. Ich hoffe, ich komme noch dran. 1000 Euro, PSA 9, 7000. Da siehst du halt den dicken Unterschied. PSA 8 ist halt für 100.000. Yeah, possibly, Jeremy. I could probably figure out how to get it set up. Mikey's holding it down with the hit so far. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guck mal, das hatten wir noch nicht. Es ist so cool, dass alle Artworks da irgendwie zusammenhängen. Es sind immer um diese Statuen rum. Ich hab's doch immer gesagt, Skywitch Legendary Collection, ey. Nee, Legendary Collection ist schon geiler. Ja, die Fireworks sind geiler, aber die Artworks, ja. Overall Artworks würde ich sagen, safe call Skywitch. Legendary Collection ist schon das Beste. Guck mal hier, sogar so ein Venomoth sieht cool aus. Jetzt die nächste, pass auf. Bumm. Sunflora. Cool card too. There's multiple Sunfloras and Suncurrents in this set, which is cool. All right. Philip, we're already there. We're already at the rare. Let's see what we got. Oh, nochmal. Ey, nur Beedrill und Magnetrons heute. Which is amazing. This one's actually off center for the first time. I'm really seeing something. Nee, das stimmt nicht. Dalus war auch so. Der war rechts auch schmaler als oben. We got two of this version of Magneton Hollow, two of the other. Alright, we'll take it. It's a hollow. It's a cool hollow. I mean, you got the legendary statues there too, but again, like. Alright, Magnetons, we're done. No more Magneton. No more Magneton. Ich will auch, also jetzt, ich will, also wenn ich Lennart, mir was, ja. Hast du gekauft? Also hast du mich auch verarscht, indem eigentlich du einfach keins genommen hast? Ich hab dich einfach doppelt bezahlen lassen. Und hab keins genommen. Du kannst immer noch mein zweites abkaufen, wenn du auch Karten von damals haben willst. Eigentlich müsste noch kommen, aber. Also ich war auf jeden Fall später dran als du, weil du hast schon geshoppt, da hab ich noch überlegt, ja, warum, was ist das, warum so teuer? Und dann hat der erst gedroppt, ah ja, das ist Skyridge. Und dann habe ich erst geshoppt. Ah, jetzt komm. Also Fabo war jetzt zum Ende auch noch drin. Das heißt, es würde ja nur noch Chef Strobel fehlen, aber ich habe gelesen, der hat keinen. Ja, der hat es jetzt durchgespielt nach. Hatte Fabo jetzt das Magnet oder war ich jetzt ganz falsch? Nee, doch, Fabo hat ja, noch. Aber Non-Holo. Ja. Hat er Non-Holo? Nein, der hat eine Holo, oder? Nee, ich dachte, er hätte Non-Holo gehabt, oder? Ich weiß gar nicht. Chef hat auf jeden Fall keinen. Magneton-Fans, oh. Mr. Morph fragt, ob ich Ghost from the Past geöffnet habe, also das ist Yu-Gi-Oh! Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch alles hier. Und Fabo hatte ein Holo. Primax hatte noch ein Holo-Magneton. Ja, stimmt so, ne? Oh, auch ärgerlich. Bis dato, von allen, die wir aus der Bubble so kennen, hatte nur Trimax bis dato eine Non-Holo. Ich auch, theoretisch. Aber du hast die coolste Holo von allen. Und die einzige, die cooler war, war das Hundemon bis jetzt, finde ich. Das zum Beispiel hätte ich gerne. Das ist ein geiles Hornliu-Artwork. Wenn nicht sogar das schönste Hornliu-Artwork von allen. Skyridge. Nein. Doch. Immer noch Legendary. Mann, was ist ein Legendary? Das ist Base Set 2.0 geklaut, weil sie keine Ideen mehr haben. Legendary Collection ist Base Set 3.0. Base Set 2.0 gibt es. Alles geklaut. Und für Skywitch haben sie noch mal einen gefunden, der noch ein paar neue Ideen hat. Guck mal, da ist Mann, Alter. Was ist das? Das ist ein kleines Pack. Ursaring und in demselben Loch, wo die vorhin gechillt haben. Oh, das könnte ein richtig geiles Pack jetzt werden. Da kommt eine Holo jetzt. Und hoffentlich kein Beedrill.
Was ist denn das für ein Viech? Ach du Scheiße. Das ist ja mega creepy. Das ist ein gruseliges Bild. Das sieht aus wie eine Mischung aus Garados und Waluigi. Das erinnert mich an Cruella de Vil von 101 Dalmatiner ein bisschen. Das ist Waluigi. Wow, dude, that's nice. For a non-holo, we'll take it. That's number... Im Hintergrund einmal noch ein paar Uwe Boll-Explosionen. Also habe ich Angst, dass er mich verarscht hat. Wo ist mein Pack? Du kriegst das Letzte. So spät war ich aber noch nie drin. Nee, das wollte ich gerade sagen. Da war noch was übergeblieben, oder? Wieder war was übrig geblieben. Ja, also als wir durch waren, stand da noch 7 Packs left oder so. Ja, oder war das stimmt. Das Letzte? Aber das Horn-Dew, das ist nice. Dieses Garados lieber oder das Chernobyl-Zapdos? Lennart, jetzt entscheide dich. Nee, Garados, weil Garados... cool ist, trotzdem. Ich würde aber sagen, dass das Zapdos Artwork schon cooler. Nee. Was? Achso, ich dachte... 12 Packs. Auch 2? Mann, warum habe ich nicht 2 genommen? Ja, mal gucken, vielleicht. Ja, Moment, bei mir hat es sich auch nicht gelohnt. Ich wäre mit einem auch besser gewesen. Ah, stimmt. Bei mir ist es wahrscheinlich direkt andersrum. Davor und danach wieder eine Holo und ich kotze wieder richtig ab. Nick says it's time for a crystal. Josh, congrats on the shiny Charizard Max pull. Okay, also erstmal, ich finde das Top Artwork, also das ist schon geil mit Arctos und Glurak, schon richtig cooles Design. Wenn Lennart mich verarscht und Lennart hat 3, wäre auch krank. Auch cool. Ja, so ein bisschen habe ich mich gerade geärgert, dass ich nicht auch 2 genommen habe, aber andererseits, nee, so wichtig. Ja, bei mir? Ich wäre mit einem besser dran gewesen. Ja, und so oft, so lang wie ich jetzt wirklich nichts Gutes mehr bekommen habe beim Pogriff, bei den Preisen ist das, glaube ich, richtig. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Big Hit. Ja. 2x Hundemon war geil. Da wird ja wohl eine Crystal drin sein, oder nicht? Da kommt was. Worauf hofft man? Auch nicht viel besser. Ja, aber der Holo-Effekt, also jetzt nimm mal das Pokémon aus der Mitte raus, ja. Die, ich sag mal, Explosionen sind irgendwie ganz cool. Aber. Ja, aber wenn du eine Mona Lisa hast und da hat einer draufgeschissen, dann ist das auch nicht geil und du willst es dir ins Wohnzimmer hängen. Ja, also. Stell dir vor, du hast so eine richtig geile und edle Garados-Sammlung und dazwischen drin ist dieses Ding, weil es halt dazugehört. Also, das sieht ja ganz komisch aus. Das sieht aus, als wäre es auf Crack und deswegen stark untergewichtig. Alright, yes! Die ist nicht cool. Pulling out my favorites. We got the Gyarados now. We almost got every single massive hitter on the hollows. Was soll das denn? Ihr Kimia. Alter, wenn ich gerade meine, das kannst du dir einfach nicht angucken, ey. Big Hitter Hollows. The only ones that we're missing now. Komm, gib mal eine Crystal jetzt. The Arcanine, maybe like the Steelix. That might be the only Hollows that we're missing. Na, also bei mir wird im Chat geschrieben von ein paar Leuten, ich find's gar nicht so schlecht. Ja, das ist ja auch voll cool, das ist ja auch mit eigener Geschmack. Ja. Auf eine Art und Weise sind solche Karten schon cool. Und ich finde es halt immer, wie gesagt, ich finde es halt immer nice, wenn Leute eine Sammlung von einem einzigen Pokémon haben. Letztens hat Männer auf Twitter seine Ampharos-Sammlung geschickt. Der hat alle Ampharos-Karten. Ist auch nice. Wenn du Garados sammelst, gehört die halt dazu, ne? Lennart, was würdest du eigentlich sagen, wenn du hier Stalos bekommst? Würde mich auch drüber freuen. Ist auch noch, Steelix fehlt nämlich auch noch. Ja, stimmt. Das ist aber krass, wie viele von den Holos doppelt und dreifach in der Box jetzt drin waren. Wir hatten 2x Beedrill, 6 Magnetons. Mindestens.
Das ist eine Holo. Ey, wenn ich jetzt das Garados noch bekomme, das wär's, dann bin ich wirklich raus beim Pokref. Bis jetzt fand ich jedes Artwork geil, was so kam, und bei dem Garados war es das Einzige, wo ich kurz schlucken musste. Wenn ich die bekomme, dann bin ich tilt. Got a Diglett, nice. Have you ever opened a Japanese versus? Nope. I haven't been able to make those happen. They're awesome, though. I think there's 10 packs in a box with those. We get a lot of cards in each pack. Already there. Gotta slow it down. We're already there, Florian. Pack number two. Can we go two for two? Yeah. Oh, we got a Dugong now. Two for two on the holo. Zwei Wasserdinger. Und zwei Wasser-Pokémon. Florian. Beide Holo, oder? Mhm. Oh, nicht so. Nee, das ist gut. The water types. Wie viel hat er für das Set bezahlt? Hat er nicht gesagt. 30.000 Dollar plus. Ja, Moment, kann ich aber gucken. Es wurde ja letztens eine auf eBay verkauft. Vielleicht war er das sogar. Mysterious Mountain. Booster Box. 30.000 Dollar, sag ich. Und dann muss ich. Verkauft Artikel 17.700. 17? Könnte das gewesen sein. Oh, da hat er aber gut draufgeschlagen. Ob er das war, weiß ich nicht. Ne? 29. März wird die Box gekauft. Hat er gut draufgeschlagen, also wenn er das war. Fun Fact habe ich letztens rausgezogen, ich glaube, du weißt das schon, aber meine Skywatch Boosterbox, die ich gekauft habe, die habe ich beim Pogref gekauft. Ich habe letztens mal geguckt, wie viel ich für was ausgegeben habe und habe gesehen, dass ich das Pogref aus seinem damaligen Ebay-Shop abgekauft habe. Also ich habe die Skywatch Box von Pogref quasi. Ja, 17.700 Euro, also 21.000 Dollar könnte er gewesen sein. Für damals 12.000 würde hinkommen. Euro oder Dollar, das weiß ich gerade nicht mehr. Visionator. Why is this last stack been in like slow-mo? I feel like we've had that many for like the last 20 minutes. Er hat wohl was von 30k gesagt. We still have a quarter of the box left. Und PokeGeoDude, ja, war PWCC. PWCC haben ja über 120.000 Verkäufe oder sowas, bewertete Verkäufe auf eBay. Ach! Oh, aua. Moment, ich nehme das zurück. Die Box hat nicht PokeRef gekauft. Die Box, die ich gerade gefunden habe, haben die PokeGeoDudes gekauft. Hat er gerade in den Chat geschrieben. Für 17,7 und PokeRef für 30? Ja, anscheinend. Ja, PokeGeoDudes. Gut, guter Preis. Oder PokeRef macht eine ordentliche Marge drauf jetzt. Oh, guck mal. Hast du gesehen? Dictree im selben Artwork. They don't look too happy. The trees are gone. Is this sort of like symbolic of like industrial like building up of aber 17k klingt nach einem guten Preis für die Box. Wenn Pogref gesagt hat, er hat den in seinem Leben viermal gesehen. That's a sick card. I think there's only one of these in a PSA 10. Geodudes durchforsten auch alles auf eBay. Ja, kommt ja auch nicht mehr so viel. Das erinnert mich immer an den Dragon Quest Artwork. Sieht irgendwie nach Pokémon aus. Gerade auch der Dude, der da in dem Café saß oder was das war. Die Geodudes wollen mir auch meine Skywatch abkaufen. Oh, da muss ich nochmal. Oh, die erste Crystal! Bro, bad. Ich komme bestimmt danach. Sieht sehr geil aus. Da haben wir doch noch eine gesehen. Boah, Alter. Der Effekt ist schon ein Banger. Ja. Alter Schwede. Wenn ich danach komme, ich weine. Dann warst du das, weil du ein Pack mehr gekauft hast. Sonst wäre ich eins da vorne gerutscht. Nein. Gar nicht. Tsuku Nishida. Kennen wir auch. Das ist über die ganze Karte. Ja, das sind geile Karten. I knew we were getting at least one crystal and it ain't over yet.
9 more packs. Zachary! Die ist schon. Ah, die ist halt wirklich einfach schön. Also dann nehme ich auch das Crow Bed. 31 packs in. 31? Yeah. 31 packs in. I don't know, something like that. Crystal Crow Bed! Dann leuchtet, da glitzert einfach alles. Unbelievable! Let's go! Woo! Yo, thank you, David Parody. Let's go, baby! Hashtag I was here in the chat. Let's go. If you were here for this one, let me know. The Crystal Crobat. Dang. Does the back have any? No. I don't think so. Und die sieht von hinten sogar gut aus. Keine Punkte, kein gar nichts, oder? Aber Front war ein bisschen off-center. Oben rechts. Weiß ich nicht, schwer zu sagen, weil oben muss immer noch auf der linken Seite der Strich rübergehen. Du siehst ja diesen Card-Reader-Strich. Bin mir nicht sicher, ob das als Off-Center bei der E-Card-Series zählt. Wir hatten vorhin mal Karten, die wo beide gleich dick waren. Vielleicht waren die dann Off-Center, ich weiß es nicht. Aber die ist fett. Auf jeden Fall zu Beckett. Na, wie wäre es jetzt noch, Garados Non-Holo? Also ich gönne dir das Glurak. Alleine, weil ich dann wenigstens noch deine Wasserflasche über den Kopf schütten sehe. Also ich glaube, da die Crystal jetzt weg ist und auch schon zweimal Undemon war, ich hoffe trotzdem einfach, dass ich eine Holo bekomme. Überleg dir mal, wenn du jetzt dran kommst, wäre das Crobat deins gewesen. Wenn ich nicht zwei gehabt hätte. Ich habe doch gerade gesagt, wenn ich jetzt drankomme, dann hast du mich kotzen lassen. Ja, aber das kann man so gar nicht sagen. Doch. Da hätte jeder wir haben gesagt, jeder eine. Wir haben gesagt, jeder macht eine. Nein. Doch. Bex hat gerade geschrieben, bei E-Card muss oben sein wie Seite. Dann ist es zentriert. Also alles gleich. Jetzt kommt ein Thriller. Ich bin so tilt, wenn ich das jetzt bin. Dann hast du mir die Crystal-Karte verwehrt, weil du einfach zwei genommen hast. Nee, jeder, ohne Call. Der nach mir dran gekommen ist, hatte die auch verwehrt. Genau auf demselben Drücker. Ja, aber ich wäre genau der eine gewesen. Nein, nein, nein! Next up we have... Boah, ich sag's schon, Alter! Okay, Woodcrash kriegt die Crystal nicht. Da fängt er schon an zu grinsen. Ich dachte, das ist das Grinsen, weil er meinen wunderschönen Namen wieder gesehen hat. Ich habe die Faust schon hochgehoben gehabt. Jetzt kommt Charizard. Crystal. The left side was really good, but I just think the right side is really picking up now. I mean, Crystal. Ey, wann komme ich denn? Ich meine aber auch, dass ich gekauft hätte und da stand dann 7 noch available. Also ja, also ich habe eine Bestätigung, eine, Geld ist weg. Du hast schon eine gekauft, ne? Ja, und Geld war ist auch weg. Ich habe gerade geguckt, Geld ist weg vom Konto. Und eine Versandbestätigung habe ich heute auch schon per Mail bekommen. Nee, habe ich nicht. Was? Hast du eine? Habe ich wieder nicht nachgeguckt. Heute kam das nicht diesmal. Wo ist nochmal nach? Ich habe doch. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich bin drin. Uncle Wayne says, get that extreme sauce ready. Oh, I got it right there. It's a fresh one too. New Order am 28.04. Ja. Moments like these will live for you, Poke Dean. Trust me, this box, like, I'm just enjoying every second of it. I hope you guys are as well. Abdul, thank you for subscribing. Du hast gerufen, dass du eins bekommen hast. Da war nur noch ein Pack übrig. Okay. I like this because you got two legendary bird statues here. Sunflora. Oh man. Austin, thank you for subscribing. Okay, randomly now it wants to pop up that you guys subscribe. It just doesn't work. And then all the so gespannt, was ihr jetzt dann nächste Woche auf, weil wir machen ja dann auch von Samstag auf Sonntag. Aber das heißt nächste Woche Dienstag mal chillen. Hoot hoot! Ja, das ist auch mal schön. It's crazy. Some of these cards we never see. Well, pretty much most of them we never see, but in terms of this box, there's some that we just never pull into their commons. Alright. Jetzt kommt. Moon Crash, pack number two. Die erste Karte nach pack number one of ist... two. Oh, nochmal Machamp. Meine Holos verschwinden. Machamp Holos aber auch schick. Ja, die habe ich sogar in der PSA 10. Das war eine meiner ersten PSA-Karten, die ich gegradet gekauft habe, ja. Nice. Die hat 110 Euro habe ich dafür bezahlt damals. So viel kostet einfach das Grade. Ja. Yeah, we gotta get the Moltres. In den Boostern sind nur 10 drinne, ja. 5 drinne.
Aber Crystal Charizard ist noch drin. Ich weiß nicht, ob in einer Box mehrere Crystal-Karten drankommen könnten. Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten da sind. Sven. Ach, das Arcanine, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht mehr. In dem Artwork also, auch ich hab mit Gwen gequatscht. Du hast ja Gwen auf der Friendlist. Und irgendwas wollte ich fragen, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr was. Also mittlerweile weiß ich auch nicht mehr. Alter, schreibt bei mir, eine Holo ist noch drin. Glaube ich nicht, oder? Müssten mehr sein, oder? Nö, müssten noch ein paar mehr sein. Obwohl, jetzt zum Ende hin kam. Da war irgendwas und da meinte Gwen, frag doch mal Sven. Ich hab den bei Steam, kannst du ihn adden. Vielleicht weiß Gwen das noch. Ich hab's aber mittlerweile vergessen. Also so wichtig war es dann wahrscheinlich doch nicht. Oh, it's a non-holo. Magnet sign. Spooky Sifo. One for two on the holo hits. Pulled our first crystal. A little earlier ago. 20 von 40. Heißt es. Also, die Hälfte soll weg sein. This opening again. I will be announcing the next opening at the end of this. Normally, I announce them 1 week ahead of time, so it's every Tuesday. But this Tuesday coming up, I'm not going to be able to. Ach ja, wegen den Football-Karten, das kann sein, ja. This Saturday coming up, so 4 days from now, we're gonna have. Oder war das das? Ich hab von einem Zuschauer 4 Football-Karten bekommen, wo Originalunterschriften und ausgeschnittene Trikotfetzen drauf waren und so. Da wollte ich jemanden suchen, der sich damit auskennt. Some of you guys, I'm on the East Coast, so some of you, I mean, you guys on the West Coast, it's probably like, what? That's 9 a.m., 10 a.m. Und wann macht ihr das Opening am Samstag? Ich habe gerade nicht zugehört. Also, keine Ahnung, ob es um das Opening geht, aber er hat so 9 a.m. gesagt. Das wäre bei uns, keine Ahnung, 17 Uhr plus oder 6, so. 15, 16 Uhr, ja. Samstag um 6 bei uns, also 18 Uhr bei uns. Oh, kriegen wir davor die PSA-Returns hin und dann gehen wir direkt in den Ref. Wenn die Judos schnell fahren, dann ja. Das wäre natürlich ein geiler Special-Stream am Samstag. Also das wäre aber 15 Uhr bei uns, 9 Uhr plus 6 Stunden. Ja, aber egal. Wie kommst du auf 18 Uhr? Ich habe auch nicht genau zugehört. Das wird zeitlich nicht passen. Wenn du die um 14 Uhr hast, innerhalb von einer Stunde, kriegen wir die nicht durchgefegt. Wir können ja erstmal gucken, ob in der nächsten Woche, ob das überhaupt ein Set ist, was wir haben wollen. Ja, also es soll 18 Uhr sein bei uns. Okay. Hochadels, 72 Monate. Holy moly. Vielen, vielen Dank, Hochadel, für den jahrelangen Support. Ja, zwei bestimmt. Weil wir machen, ja, ich will vielleicht sogar mehr Zeit einplanen, weil wir machen ja hin und her. Wir machen ja nicht zeitgleich wie bei den Unboxings. Also das würde ich eigentlich ungern mit Zeitdruck machen. Falls das aber nächste Woche ein Set ist, wo wir sagen, ist nicht so spannend, da könnten wir auch gucken, dass wir halt da rein streamen und dann am Ende halt darauf warten, dass er das nächste Woche Unboxing dann announced. Also warte mal, ist das jetzt, das Dienstags-Unboxing wird jetzt vorgezogen, oder ist das Dienstags-Unboxing von nächster Woche dann 4 Tage später? Nee, also in 4 Tagen ist das nächste Unboxing, also von Samstag auf Sonntag, und das wäre am Dienstag. Okay. Und danach haben wir 10 Tage Pause. Ja, das heißt, er wird nächsten Dienstag irgendwo chillen. Maxim ballert auch 57 Monate rein, danke schön, Mann. Der ist Ostküste, das ist 15 Uhr. Ja, meine ich halt auch. Der ist an der Ostküste, also 15 Uhr unsere Zeit. Ja, aber manche haben auch wieder in den Chat geschrieben, Westküste. Der ist aber an der Ostküste. Der startet ja um 18 Uhr seiner Zeit immer, plus 6 Stunden, bei uns 24. Also Chat sagt wieder, er startet um 18 Uhr. Also er hat gesagt West Coast 9 a.m. Warum sagt er denn West Coast 9 a.m., wenn er East Coast ist? West Coast 9 a.m. hat er gesagt. Das wäre 9 Stunden. Ja, dann passt. Dankeschön, Elias Inc., dir auch. Michael Lab 9932. Mann, wo bin denn ich? Michael, may the fourth be with you. First edition.
18 Uhr ist mal eine gute Zeit für ein Opening. Ja. 20 Uhr durch. Sollte er immer machen. So majestic. I don't know, man. You don't see artworks like this. Really, even in the English version of Skyridge, you don't see like this kind of artwork. Well, you do on the cards, but on the actual pack. Lohnt es sich eigentlich noch für dich Packs zu kaufen, oder bist du mittlerweile stark im Minus? Bautz, danke für die 37 Monate. Um die Sammlung geht. Das heißt, Kauf und so weiter ja nicht, um zu verkaufen. Bin ja nicht im Minus. Also, oh, das sind Skyridge-Karten auf Japanisch. Die kommen sowas von in meine Sammlung. Guck mal, die ist jetzt perfekt zentriert, mehr oder weniger. Alright, Houndour, nice hit. Im Moment, aber die hat er auch nicht die Stripes auf der linken Seite. Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem gleich der Abstand, den er da hast. Uiui, Silence hat 5 Geschenkabos raus. Vielen Dank, Silence. Blue Dragon kriegt einen ab. Schmolli. Schmolli Card? Und Stoffen. Vielen, vielen Dank für den Support, Silence. Da links der Strich geht immer noch über die 1. Der muss da noch mit drauf. Deswegen ist die oben immer so breit, die Holo. Ja, ist auch, weil der linke Stripe drüber geht. Also ich bin mir sicher, dass alle Holo-Karten oben breiter sind. Weil die diesen E-Card-Reader-Strich da haben. Ja, kann sein. Aber bei hier sieht es aus, als wäre rechts mehr als links, oder? Ja. Also auf der Rückseite auf jeden Fall. Aber es ist, ist ein schönes Artwork. Ja. Schon wieder von Art. Und der Swirl ist geil platziert auch. Das, bei Natu und so und Xatu finde ich immer das Farbverhalten der Karte sehr geil. Und du hast einen Psycho-Background. Natu ist halt mit 3 Farben grün, weiß und rot. Das ist einfach eine geile Karte. Lieber keine Holo als Xatu Holo. Ich fand, das war eine der schönsten Holos, die wir heute hatten. Besser als Beedrill und Magneton, fand ich. Safe. Und guck mal, die ist sogar auf der Box drauf, das Xatu da rechts, vor den Pyramiden. Und besser als Garados, hast du vergessen. Elbow Grease, thank you so much for the super chat. Yo, there's Zachary! There's Zachary! Banana, Banana sack. Hey, it's Zachary here, my first pack ever with you. Can't believe it. Thanks, man. You rock. Dude, literally, okay. Zachary's first time in the cave getting a pack opened up, and you got... Oh, I'm in the seat, it's wieder... The definition of the first time luck. That's amazing. Ich muss gleich noch ein Video machen, ey, Mann. Yo, Robbie, thank you for the super chat. Catching our first live opening from Montana with my son. Yo, shout out to you guys. Makes our day wild. Morgen eigentlich an. Ach, morgen ist vielleicht bei mir. That's cool. If you combine with your son, was ist morgen? Morgen ist jetzt bei Daylight for Honor und danach noch ein kleines Fun-Game. Also morgen ist safe. Was machst du morgen? Counter-Strike Mittwoch oder was? Morgen ist auch ganz entspannt. Danger Zone mit Felix. Ja, einen lockeren Opener, hä? Alejandro. Alejandro. Ich muss mal 2 bespielen. Habe ich auch gerade gemacht. Right. 5 Packs noch. Leonard hat keins. Geil. Hat mich beschissen. Oh, hat er das Pack zerfetzt. Ja, damit man es nicht wie sehen kann. I don't really know what's left. Und er drückt. Also so wie er die benutzt, kannst du da eh nichts resealen, egal wie er es aufmacht. Alejandro, es tut mir leid. Lass doch wenigstens mein Pack dann heilen. Alejandro. Starting off the Nuran. We got the Sunkern. Barbet! I like this card a lot. Er hatte übrigens gerade, Lennart, wir können froh sein, dass wir die Musik leise hatten. Er hatte gerade Filmmusik im Hintergrund laufen. Ich weiß nicht, ob die frei von. Ich weiß nicht, ob die free to use war. Ich hab 28 Days Later gehört. Wir müssen mehr reden. Die Musik gerade im Hintergrund, die klingt aber auch nicht so YouTube. Ja, YouTube. Also was? Okay. Ja. Oh, it's another guy. Oh, das ist die
und der macht dein Pack kaputt, Alejandro. Box nochmal drauf und dann kriegst du noch einen Garados in den Modo. Vier Garados waren da jetzt drin. Ja. Alright, Alejandro, I'm sorry we can pull you a hollow out of there. But I'm gonna sleeve these up for you. And then we're gonna move on to Final Four Packs. Final Four Packs. Chuck, ich meinte mit gerade vor ungefähr 60 Minuten. Nicht vor 10 Sekunden. Alright, that one's going in. See, the thing is with the English, I've seen anywhere from like 0 to I think up to like 4 crystals for the English version. I don't know about Japanese. Komm jetzt, push, Ref. Oh, er trinkt, du bist dran, Lennart. Ich glaube, ich trinke auch nochmal, ich hab Durst. Ich hab so wenig getrunken, weil ich die volle Tasse hier noch immer stehen hab. Und wer ist denn Brandon James K? Wo bin ich nicht? Brandon James K. May the fourth be with you. Mann, und dann immer noch diese Harry Potter Quote, von der ich keine Ahnung hatte. Pokerab, will you ever do in English? May the force be with you. Was soll immer das heißt? I have. Hab ich auch noch nie gehört. Ist das Harry Potter was? Ja, ich glaube. Der fünfte. Ah, stimmt, das hat der Snape gesagt, als er den Dumbledore von dem Turm da gejätet hat, oder? Genau, weil Dumbledore wollte Harry ja zu seinem Geburtstag so eine Torte schenken und dann hat Snape ja Dumbledore mit der Torte in der Hand weggepustet. Ja, genau, also was. This one's more pink. Der Chat schreibt wirklich Star Wars. Mann, bei mir bestellen es auch wieder Leute mit extra Sahne. Scheiße. Und die schreiben wirklich in Camp, schreiben die Star Wars. Oh, yeah! Oh, die habe ich auch. Alter, oh, die ist aber fett. Und den geilen Swirl auch noch, genau in der Lücke. Artwork-Qualität ist geil. Und guck mal, das Ding hat diesen Holo-Effekt im Maul. Also als wenn es diese Kugel im Mund tragen würde. Ja. Die ist cool. Also das Swirl oben links, das Ding hat im Schnabel diesen Holo-Effekt. Also das ist eine geile Karte, auch in der Form. Dude, that's one of the biggest hitters in here. Easily. Easily a top 6. Und wieder der Turm drauf, ja. Die habe ich auch in der 10, auch für 100 irgendwas gekauft damals. Die ist bestimmt teuer mittlerweile. Hab gerade mal geguckt, dass die ganzen Karten gehen eigentlich noch in PSA 10. Selbst das Gengar geht noch, auch wenn es die teuerste normale Holo ist. Für wie viel ist die Gengar? Ich glaube, ich habe sie für 2K gesehen. Also für eine PSA 10. Weißt du, was ich meine? Ja. Warte, ich habe sogar gerade offen. 1600. Die Gengar. Okay. In PSA 10. Und das Banger Garados kriegst du für 700. Ach, ich kann 70 für geben. Aber Arctos 1700. Auf Gebot gerade. Und Moltres? 800. Also mein Arctos, ich sag dir, mein Arctos ist gut mit dabei. Ja, das ist krass. Teurer gerade als das Gengar. One more crystal out of here. I don't know. I really don't know. Let's find out though. Thomas G. Wo bin ich? Ich guck es. What's my favorite set? My favorite set is Neo Revelation. Welche Nummer war das gerade? Hab ich nicht gesehen. Jetzt kann ich auch die Order nochmal nachgucken. Also entweder habe ich das vorletzte oder das letzte Pack. Guck mal hier, bei mir hat er nicht gesagt, dass es einen Fehler gab und der hat den letzten Käufer weglassen muss. Ja, hat er gesagt. Ja. Ja, weiß ich auch noch, ja. aber er hat auch im Stream gesagt, das Geld behält er aber trotzdem ein. Ja, stimmt, das war so, ja. Ob da recht ist. There's our trainer. And the rare. Oh, boah. Boah, zum Glück habe ich das. Zum Glück hast du ein Pack mehr genommen. Wir sind wieder am Anfang. Ich glaube, als nächstes bin ich. Oh, I'm sorry, the Beedrill. No. Get away. The swarm better not. Die Frage ist, hast du mich jetzt gerettet durch das extra Pack? Also Beedrill hätte ich abgekotzt. Also wenn du jetzt dran kommst, dann habe ich dich aber gesaved. Ja, wenn auch was Gutes kommt. Ne, was soll denn schlechter sein als Beedrill? Garados? Also erstmal, Holo ist schon mal Win. Ja, Beedrill Holo ist auch Win. Also, Stefan kann sie auch Non-Holo kriegen.
Dalu wahrscheinlich am Trollen. Er hat ja keine 2 gekauft. Ich habe einfach gesagt, dass er bei mir 2 draufschreiben soll. Leonard, dein zweites war dein. Wollte ich dich am Ende überraschen. Okay, let's go. Okay, ich hab dich von dem Beedrill gerettet, Leonard. So. Oder lässt mich jetzt kotzen mit dem Garados. Würdest du dich wirklich beschweren, wenn du Garados über Beedrill bekommst? Also beide sind scheiße. Also, ob du jetzt an Schäferhund kacke oder Chihuahua kacke riechst, es riecht beides nach Scheiße. Also Beedrill Holo finde ich immer noch okay. Holo ist Holo. Garados Holo ist auch okay. Come on, Trillix. Oh Mann, hier klingelt. Aber es klingelt richtig. Guck auf das verdammte Pack, wenn du das aufmachst. Jo! Kannst du nicht mehr resehen. Der macht's aus wie ein Happy Meal, ey. Ja, das komische Natu, was ich noch immer nicht verstehe, auch nachdem ich es 10 Mal gesehen habe. Ja. Mann, das Booty Standler, das hat Dalo auch gehabt. Pokéball hat Dalo auch. Wir sind schon am Ende, komm, Linde. Das ist jetzt schon die letzte, ne? War ja spektakulär bis jetzt. Da kommt was, da kommt was. Da kommt was. Das ist fast noch schlimmer als das andere. Das sieht aus, als wäre das. Das sieht aus, als wäre das im Windkanal. Die kenne ich, die habe ich auch, Leonard. Super, hat sich ja wieder gelohnt, die letzten beiden Unboxings. Elektroball, eine Arcani im Windkanal. Das ist ja super toll wieder. Und jetzt danach die Crystal noch. Wenn du 2 genommen hättest, wäre das jetzt deine. Also Beedrill wäre jetzt auch nicht so viel schlechter gewesen. Scheiße. Und dafür warte ich hier 2 Stunden. Ey, ich hätte mein Video schon fertig schneiden können. Akagami haut 10 Geschenkabos raus. Vielen, vielen Dank, Akagami. Einfach Dalus Pack zurückgepackt. Ja, ich hatte ähnliche Karten. Vielleicht tauscht Prototyp ja das Relaxo gegen das Arcani. Hey, das wäre sogar ein fairer Tausch, glaube ich. Für ihn ja. Und ich hätte eine Karte, die ich wenigstens cool finde. No, war das so ein Was? Hast du angefangen, Vocal Scratch zu üben, oder was war das gerade? Wer? Ja, was du gerade gesagt hast, du wolltest eher sagen oder so. So, Error. Nee, kam da einfach mal raus. Bei mir kam nur das, das wäre ein fairer Tausch. Und danach wolltest du irgendwas sagen. Eigentlich nicht. Prototyp schreibt, ich überlege es mir, okay. Jetzt komm, Brad. Jetzt ein Crystal Celebi direkt danach, komm. Damit ich erst recht nicht schlafen kann. Bist du in der Cave? Nein, er lagt schon wieder da. Bin schon in der Cave, ja. Mann, kacke. Aber wenn du mal guckst, was er letztens geöffnet hat: Garage, Base, Fossil, Jungle, Fossil, Jungle, Fossil, Fossil, Rocket. Dankeschön, Dolbikorn. Jungle, Jungle. Also wenn das wieder sowas Teures ist, dann nur, also, da muss jetzt was kommen, wo ich sage, auf jeden Fall, sonst skippe ich nächste Woche. Das waren jetzt 900 und 800 Dollar für einen Elektroball und einen Arcani. Ich wüsste nicht, was der aufmachen kann. Also ich wüsste nicht, was nächste Woche kommt. Auch nicht. Skyridge hat er mich nochmal mitbekommen, muss ich sagen. Aquapolis fehlt nach wie vor. Ja, aber Aquapolis und Deoxys hätte er schon gepusht. Also wird er nicht haben. Er wird kein EX Deoxys und er wird kein Aquapolis haben. Er wird mit einem holländischen Fossil um die Ecke. Aber das war wieder ein geiles Unboxing. Also auch wenn ich wieder Scheiß bekommen habe, aber Skyridge Japanisch war mal wieder ein richtig dicker Banger. Wir haben heute auch nur über Karten geredet eigentlich. Gar nicht off-topic gegangen diesmal. Danke, danke schon nochmal, toll bekommen. Diesmal waren es auch neue Sachen für uns. There's our trainer. All right. Oh, vielleicht der zweite Teil japanisches Skyridge. Ah, das hätte er gecallt. Hätte er auch mehr gemacht. Das hätte er zusammen auch aufgemacht, wie letztens hier. Jungle Base und Fossil. Is gonna be. No! Yeah! Oh, nochmal eine Holo. Nein. Das ist aber schon wieder Garados. Ja, schon besser als Arcani, aber ich glaube auch dann wäre ich Tilt gewesen, wenn ich die jetzt bekommen hätte. Epic! Hollow Garados! Timon pulling the fire! Last second! Woo, man!
I definitely think I lost my voice tonight. Ich mach schon mal hier das Bild, aus dem ich in die Cave gehen kann hier, Leute. Ihr hört noch den Sound bei mir. So, Cave Gaming jetzt hier. Was so, also der muss mich jetzt richtig doll überraschen, dass ich da reingehe. Was machst du, Ref? Erstmal leckt er wieder. Es leckt. Ja. Was ist denn da, Mr. Ref? After that's over, I will announce another one for the following Tuesday. But anyway, let's get to it. Pokekick. Ja? Die Seite lädt nicht. Saturday afternoon. It's gonna be fun. Was denn ist leckt so doll? Was macht er denn da jetzt? Because as soon as I show this here on the screen, it'll be available. Ja, dann schau doch auch mal. Es ist Viertel nach zwei, ich will ins Bett. Come on, Internet. Let's go. Chop, chop. Alright. Heute hat er es aber mit Internet, ey. Mhm. Leckt auch wieder das Bild von ihm, leckt. Sein Rechner stürzt wieder ab. Ich habe nur noch 140p gerade bei dem sogar. Today. Ja, was denn? Mach doch mal fertig da. Gute Nacht übrigens an alle Leute, die jetzt schon schlafen gehen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. DDoS die Seite gerade alleine, so wie ich den Knopf da spamme. Pokeref! Und dann sag doch nicht, wir sollen an den Cave, drück doch einfach live. Come on. Man, the internet today for me. We struggled a little bit earlier in this with the internet. Really, it's just not working. Okay. Das ist interesting. John Cena wartet auf sein Pack. Ist ja nicht, wir hängen hier noch eine Dreiviertelstunde, bis er die nächste Box da live stellt. Ich guck mir schon Cosmic Eclipse. Ich kann das auswendig aufsagen, was da steht links. Geht nicht. We are open. Okay. I guess it doesn't want to work. Interesting. Ja, und jetzt? So, Poke Cave. Here's what I'm gonna do. Ja. Show this on the screen, in 5 Minuten ist es live. Wir müssen jetzt einfach warten. 5 Minuten. Because it's not loading. So, I probably have to go maybe on my other computer and try it. Just doesn't want to load. Okay, yep. Alright, I'm gonna show it on the screen. It'll be up on the Pokecave.com in like 5 minutes. So you Mann. Have to just sit there and refresh it, but it will go up on this. Das wird richtig lucky, ob wir überhaupt reinkommen. Wir können jetzt. Es ist mal hier 5 Minuten und refreshen hier wie die Geisteskranken oder was? This Saturday, Jarvis joined us. What's up? Joined up as we end this thing. Thanks for tuning in, Jarvis Johnson in the cave. Alright, this Saturday is going down. Ja, Bofahrt, ich höre nix, ich sehe nix. Was denn? Probably be up on the Pokecave.com. 5 minutes. We're opening up. It's actually the first time ever. Ja, was denn? First time ever, sag doch, was es ist. Jungle, unlimited booster box. Ach, fick dich wirklich. Raus da. X. X. Noch nie aufgemacht, raus. Deabonniert und weg. Ja, nee, kaufe ich dich. Guck mir doch gar nicht. Boah, da will ich nicht ein einziges Mal mehr refreshen. Ich log mich sogar aus, so tilt bin ich. Ja, Jungle. Noch mal Jungle. Nee. Ja, da können wir aber in aller Seelenruhe unsere PSA-Returns machen und danach gucken, wie weit der da ist mit seinem Jungle-Faxen. Und dann können wir gucken, ob wir danach die Woche reingehen. Ja. Ja, gut. Jungle. Gut, dann hat er wieder was ausgepackt. Da war ein Banger ausgehauen, ja. Aber irgendwie glaube ich, mittlerweile kann ich ihm nicht mehr glauben, wenn er sagt, haben wir noch nie aufgemacht. Also ich glaube, ich fühle mich langsam verarscht. Ist jetzt $295, aber nur ein Pack. Oh mein Gott, und auf der Seite steht Jungle Unlimited Boosters, aber ein Bild First Edition drin. Oh oh. Oh nein. In der Cave. Da steht Jungle Unlimited Booster, aber es ist ein Foto von der First Edition Limited drin. $295 wäre ein Pack. Ja, das wird schnell weg sein. Aber ja. Aber nee, kann ich nichts mit anfangen. Nee, Quatsch, weg. Okay, absolut nichts mit anfangen. Gut, dass man nicht verstanden hat, was ist. Doch, haben wir ja auch verstanden. Und wir haben es wiederholt. Jungle. Das ist das, was er jeden, das was er als Common Set öffnet. 19 Available. Ja, die gehen schnell weg, aber komm. Ja, freu dich. Also ich bin nicht drin. Nee. Da machen wir schön chillig unsere PSA Returns. Ich glaube, Jungle angucken, das 10. Mal ist auch nicht mehr für die Zuschauer interessant. Ja, dann machen wir chillig unsere Returns und gucken danach halt. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich kein, also das, keine Ahnung. Finde ich stark enttäuschend.
Na cool. Aber dann haben wir wieder ein bisschen Geld gespart. Ja. Alles klar, Lennart. Dann erstmal dir vielen Dank. Jo. Wir hören uns wahrscheinlich die Tage, die Woche. Morgen bestimmt. Jo. Mach's gut, Lennart. Ciao. Mach's gut an deine Zuschauer. Jo, deine auch. Okay. Ja, also, ja, Jungle, brauche ich nichts mehr zu sagen. Die letzten 5 Jungle waren eigentlich schon zu viel Jungle und jetzt macht er nochmal Jungle. Und es wird halt auch nicht besser. Deswegen, Jungle wird natürlich geskippt. Aber wir machen dann am Samstag trotzdem einen geilen Stream und machen unsere PSA-Returns dann stattdessen. Da müsst ihr uns dann irgendwann sagen, wenn es so an die letzten 3 Packs geht, dass wir dann mal rüberschalten und gucken, dass wir dann vielleicht für die Woche danach was shoppen. Aber Jungle wird geskippt.